Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich ganz besonders, dass ich Sie zu unserer Diskussion Digitalisierung als Verteilungsfrage in der Österreichischen Nationalbank begrüßen darf. Ich begrüße auch ganz herzlich unsere Zuseher, die jetzt via Livestream zu uns zugeschaltet sind. Es ist meine Ehre, dass ich den Abgeordneten zum Nationalrat und Vorsitzenden der Gewerkschaft der Privatangestellten Druck, Journalismus und Papier, Wolfgang Katzian, auch hier willkommen heißen darf. Mein Name ist Birgit Sauerzopf. Ich bin die Vorsitzende des Betriebsrats der Österreichischen Nationalbank. Österreichische Nationalbank steht natürlich für volkswirtschaftliches Know-how und Geldpolitik. Für uns, für die Europäische Zentralbank in Frankfurt, gewinnt die Analyse der Vermögensverteilung immer mehr an Bedeutung, weil ihre Entwicklung den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Wirtschaftswachstum massiv beeinflusst. Hier stellt sich nun die Frage, inwieweit die fortschreitende Ungleichverteilung, die das zu beobachtende Auseinanderdriften von Arm und Reich in Österreich, in Europa und besonders in den Vereinigten Staaten, die durch die Digitalisierung beschleunigt wird. Den Arbeitgebern eröffnen sich neue Möglichkeiten, sei es, dass man mit einer guten Idee wie Facebook, Google, Snapchat, Amazon innerhalb kürzester Zeit ein immenses Vermögen erwerben kann, sei es, dass ich mit elektronischen Logistiksystemen oder ausgeklügelten Überwachungssystemen für die Kurierfahrer oder für die Callcenter-Mitarbeiter das Optimale, und das setze ich ganz bewusst unter Anführungszeichen, aus der Belegschaft heraushole. Klar ist, dass Reichtum und Macht eine sehr gute, eine sehr enge Beziehung haben. Klar ist, dass die einzelne Arbeitnehmerin oder der einzelne Arbeitnehmer angesichts des rasanten Fortschritts immer stärkeren institutionellen Schutz durch die Arbeiterkammer, durch die Gewerkschaften und durch die Politik braucht. In diesem Sinn freue ich mich auf eine spannende Diskussion und darf das Wort nun an unsere Moderatorin, Frau Sibylle Hammann, übergeben. Danke. Ja, willkommen auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank, Birgit Sauerzopf. Um Verteilungsfragen wird es heute gehen. Das sind ja große Fragen auch im Wahlkampf. Wem steht was zu und warum eigentlich? Und wie könnte man sich oder sollte man sich holen, was einem zusteht? Das sind alte Fragen, die sich durch die Digitalisierung neu stellen. Und wie genau, darüber wollen wir heute reden. Damit wir gleich in Medias Res kommen, möchte ich Ihnen unseren Keynote-Referenten vorstellen. Ich freue mich sehr, dass Martin Schürz heute da ist. Er ist ein vielseitiger Mensch. Er ist einerseits Ökonom und andererseits Psychotherapeut. Bei der BOJE arbeitet er, das ist ein Ambulatorium für Kinder in Krisensituationen. Als Ökonom ist er auch vielseitig tätig, einerseits hier in der Nationalbank, da leitet er die Gruppe für monetäre Analysen in der volkswirtschaftlichen Abteilung. Andererseits unterrichtet er auch an der Wirtschaftsuniversität Wien und an der Universität Wien. Derzeit ist er vor allem Visiting Fellow am Institut für die Wissenschaft vom Menschen. Ja, und er beschäftigt sich seit vielen Jahren schon mit Fragen der Gleichheit, der Ungleichheit und der Vermögensverteilung. Auch unter anderem mit der Frage, welche Rolle Emotionen dabei spielen. Also ein Mensch, der in der Lage ist, die individuellen und die gesellschaftlichen und die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge zusammenzudenken. Ich freue mich sehr auf Ihr Impulsreferat Vermögensverteilung in Österreich und in der EU. Martin Schürz, bitte. Vielen Dank, guten Morgen. Ich möchte in den nächsten 20 Minuten einen sehr persönlich gehaltenen Blick auf wesentliche Fragen der Vermögensverteilung richten. Ich werde mich zuerst mit den Daten über Vermögensverteilung beschäftigen, die vorhanden sind. Bei Vermögen ist es, und das ist ein wichtiger Punkt meines Referats, ist es ganz anders als bei Einkommen. Bei Vermögen weiß man immer noch,
ganz, ganz wenig. Man ist immer noch im Dunkeln, was die Reichen betrifft. Und dies ist kein Zufall, will ich sagen, sondern das hat etwas mit Macht in der Gesellschaft zu tun. Verschwiegener Reichtum ist demnach mehrdeutig zu verstehen. Einerseits handelt es sich dabei um diskreten Reichtum, Reiche, die nicht andere Menschen belasten wollen, indem sie ihnen Informationen zu ihrem Schloss geben, weil das möglicherweise zu Neid führen könnte. Und andererseits tatsächlich reiche Menschen, die nicht mitmachen in Haushaltsbefragungen und daher den Daten eine gewisse Schwäche geben. Und ich will mich danach mit den Folgen von diesen Befunden, die wir haben, beschäftigen. Wie werden bestimmte Gerechtigkeitsprinzipien dadurch verletzt? Das Gleichheitsprinzip sowieso, das Bedarfsprinzip spielt beim Vermögen nicht so eine Rolle. Im Zentrum steht das Leistungsprinzip und ich will Ihnen hier zeigen, wie dieses Leistungsprinzip, was ein zentrales Gerechtigkeitsprinzip in der Wirtschaft ist, wie dieses Prinzip bei Vermögensfragen kollabiert, wie das keinerlei Relevanz mehr hat und mit der ohnmächtigen Wirtschaftspolitik. Zuerst, worüber ich spreche. Ich spreche über Vermögen. Ganz kurz gesagt, das ist eine Bestandsgröße. Vermögen ist Sachvermögen. Das sind Unternehmen, Autos, Yachten, Flugzeuge plus Finanzvermögen. Das sind Bankeinlagen, das sind Sparbücher, das sind Aktien, das sind Anleihen, all das. All das rechnet man zusammen und zieht davon die Verbindlichkeiten ab. Die Verbindlichkeiten in erster Linie sind das Wohnbaukredite, von der Dimension her ist das die große Komponente, aber auch Konsumkredite. Das zieht man ab und dann kommt man auf das Nettovermögen und dieses Nettovermögen ist die relevante Größe zur Betrachtung. Ich weise auf das deswegen hin, weil sehr, sehr oft in den letzten Jahren immer noch sofort Menschen wegrutschen in eine Einkommensbetrachtung. Und eine Vermögensbetrachtung hat ganz andere Spezifika, auf die ich kommen will. Zu den von meiner Seite aus für wichtig erachteten Fakten. Was man feststellen kann, ist, dass in den letzten Jahrzehnten die Bedeutung des Vermögens enorm angestiegen ist. Diese Bedeutung des Vermögens seit den 80er Jahren sehen Sie hier an dieser Grafik. In dieser Grafik können Sie erkennen, dass es ein gemeinsamer Trend ist in der Welt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Kapitalismus und Kommunismus, dass China hier einen Aufholprozess hat, dass also seit den 80er Jahren mit Deregulierung, mit Liberalisierung, mit politischen Maßnahmen, die auf eine Abschaffung von Vermögenssteuern, von Erbschaftssteuern, Senkung von Unternehmenssteuern, dass man hier diese Seite des Vermögens gestärkt hat und dass Sie hier sehen können, dass sich die Bezugsgröße Vermögen bezogen auf Jahreseinkommen verschoben hat in Richtung dem Sechsfachen. Und dass das ein Wert ist, der frühere Phasen, Piketty spricht von der Belle Epoque, dass das diejenige Größe ist, in die sich das entwickelt. Also Vermögen gewinnt seit Jahrzehnten enorm an Bedeutung, ist der erste Punkt. Und zwar privates Vermögen war das was. Beim öffentlichen Vermögen haben sie den gegenläufigen Trend, auch wieder in allen Ländern. Öffentliches Vermögen verliert an Bedeutung, Privatisierungen, billige Privatisierungen, Rückzug des Staates spielt hier eine Rolle. Das war eine Betrachtung, die hat einfach abgestellt auf Vermögen. Wenn man aber jetzt wissen will, wer irgendwie, okay, Vermögen wird wichtiger, Einkommen weniger wichtig, das wäre kein besonders interessanter Befund, solange Vermögen gleich verteilt ist. Vermögen ist aber nicht in Ansätzen gleich verteilt. Ja? Und wie kann man jetzt diese Verteilung am ehesten charakterisieren, diese Vermögensverteilung, diese Ungleiche? Manche tun dies über das Ungleichheitsmaß eines Gini-Koeffizienten, wobei fast niemand genau weiß, was sich dahinter verbirgt und auch kein Mensch eine Ahnung hat, wo dieser Gini-Koeffizient liegen soll. Ja?
deswegen auch infolge von Piketty und anderen hat sich durchgesetzt, die Betrachtungsweise, dass man sich ansieht, wie viel haben die oben? Nur, wer sind die oben und wie viel nehme ich von denen? In früheren Jahren, erinnere ich mich, sprach man von den reichsten 10%, dann von den reichsten 5%. Dann hat sich durchgesetzt, was früher als populistisch betrachtet wurde, bei Occupy Wall Street etwa, die Betrachtungsweise, wie viel haben die reichsten 1%. Warum hat sich diese Betrachtungsweise durchgesetzt? Weil die Macht ganz oben konzentriert ist. Weil sie nicht mit einer Immobilie am Schafberg die Politik beeinflussen können, aber mit einem riesigen Unternehmen sehr wohl. Man versucht also möglichst weit nach oben zu sehen. Reicht das oberste 1% als Größe aus? Nein, reicht nicht aus. Sie sollten viel eher auf das oberste Tausendstel schauen. Warum tue ich das nicht? Na, für Österreich liegt es auf der Hand, weil wir überhaupt keine Daten dazu haben, die valid sind. Weil wir da einfach riesige Datenschwächen haben. Weil bei den Daten, die ich Ihnen dann zu unserer Forschung zeige, hören wir auf bei den Top 5%. Warum hören wir dort auf? Weil wir, das sind Daten auf Basis von einer Stichprobe. Bei einer Stichprobe haben Sie 3000 Haushalte und wenn Sie dann von 5% sprechen, haben Sie die hohe Wahrscheinlichkeit, einen Zufallsfehler zu produzieren. Was ist aber im internationalen Befund hier zu sehen? Es zeichnet sich so ein kleines U ab. Und das deutet darauf hin, dass es wieder zurückgeht in die Welt des 19. Jahrhunderts. Und das halte ich für sehr, sehr maßgeblich und hat weitreichende gesellschaftspolitische Implikationen. Wenn die Ungleichheit so ansteigt und man im 20. Jahrhundert diesen Rückgang, den Sie hier sehen, dass der Anteil von den Reichsten immer geringer wurde im 20. Jahrhundert, und dann kommt man irgendwie drauf, okay, möglicherweise war das 20. Jahrhundert, jene kurze Phase nach dem Zweiten Weltkrieg, eine Art Ausnahmesituation. Und es ist nicht die Fragestellung, können wir zurückkehren in die 50er, 60er Jahre, sondern kehren wir zurück in die Phase vor dem 20. Jahrhundert. Und in dieser Phase vor dem 20. Jahrhundert haben Erbschaften etwa eine Riesenbedeutung gespielt. Und das scheinen mir die wichtigen Fragen zu sein. Ob die Rolle der Erbschaften hier tatsächlich wieder auch genügend beachtet wird. Erbschaften, dazu will ich später kommen, haben Spezifika, sind aber für die Vermögensakkumulation extrem wichtig. Dann ein Punkt, der unlängst in einem sehr empfehlenswerten Papier von Gabriel Zucman, wie viel Vermögen in den Steuerhäfen ist, auf Basis von Panama-Daten setzen und auf Basis von Schweizer Bankdaten und von BITS-Daten hat er sich angesehen, wie viel liegt denn in Steuerhäfen, wie viel von diesem Vermögen, das immer wichtiger wird, liegt in Steuerhäfen und ist damit nationaler Wirtschaftspolitik entzogen. Kommt auf einen Wert von etwa 10% des BIP. Also 10% ist weg. Wenn wir uns jetzt in Erinnerung rufen, die heroischen Bemühungen, Flüchtlingsrouten zu schließen, dann täte sich hier natürlich ein breites Aufgabenfeld auf. Diese Flüchtlingsrouten Richtung Panama, Richtung Cayman Islands, die sind total offen und machen eine riesen Summe aus. Ja? Natürlich ist das nicht das Vermögen von Herrn und Frau Mustermann, Musterfrau, sondern das ist eindeutig, auch dazu hat Zucman schöne Zahlen drinnen, das ist eindeutig von den obersten 1000stel, die hier Möglichkeiten nutzen und damit auch der Wirtschaftspolitik große Herausforderungen stellen. Diese Daten, die Sie jetzt sehen, sind jetzt die Daten, die im Household Finance and Consumption Survey gesammelt wurden für alle Länder des Euroraums. Und die Betrachtungsweise, die ich hier anstelle, ist folgende. Ich vergleiche den Anteil der reichsten 5% mit dem Anteil der gesamten unteren Hälfte. Also statistisch ist schon eine gewisse Schieflage in der Betrachtung, weil in der einen Gruppe befinden sich 10-mal so viele Haushalte. Ich achte es deswegen für wichtig, weil diese untere Hälfte
stets übersehen wird in Vermögensbetrachtungen. Wenn über Vermögen gesprochen wird in der wirtschaftspolitischen Diskussion, dann markiert den einen Rand der kleine Häuselbauer, der kleine Sparbuchbesitzer. Und das ist eigentlich eine Position, die in der Mitte der Vermögensverteilung eingenommen wird, weil die untere Hälfte, wie Sie hier sehen können, und das ist der dünklere Balken, der violette Balken, die haben einen ganz geringen Anteil vom gesamten Vermögen. Es ist also, und das wird von den Menschen, wir haben sie ja auch gefragt, was glauben Sie, was hat das oberste 1%, was hat die obersten 10% und was hat die untere Hälfte? Am meisten vertun sich Menschen, wenn sie sagen sollen, wie viel die Hälfte der Haushalte in Österreich so als Anteil haben. Die glauben, dass das viel, viel mehr sei. In Wirklichkeit ist Vermögen ein Thema, das erst in Österreich in der Mitte beginnt. In dieser Hinsicht kann man bei Vermögensgerechtigkeit nicht nur über Vermögen sprechen, sondern die Hälfte lebt in einer Einkommenswelt. Das halte ich für sehr wichtig. Und Sie sehen hier, warum nehme ich nur die obersten 5%, wie ich zuvor gesagt habe. Das sind Stichproben, das sind freiwillige Daten. Da gibt es eine Untererfassung der Reichen. Und in dieser Hinsicht sind das Daten, die für Reichtumsbetrachtungen schlechter sind als die, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Die waren Steuerdaten, da hat man andere Probleme, aber kann den oberen Rand besser betrachten. Und Sie sehen hier, dass tatsächlich die obersten 5% einen Löwenanteil haben, auf Basis von Informationen, die freiwillig sind. Und auch dahinter steckt natürlich eine politische Entscheidung, weil man solche Datenerhebungen ja verpflichtend machen könnte. Man aber dann das Argument von hier wird geschnüffelt, dem müsste man was entgegenhalten. Ja? Das Schnüffelargument, das vermutet, dass jemand in den Nachtkästen nach Schmuck suchen will, ist abstrus, weil hier in den Nachtkästen sich nicht das Vermögensportfolio von reichen Menschen, das breit diversifiziert ist, findet, sondern es ginge darum, dass man tatsächlich alle jene Informationen auch zu reichen Menschen bekommt, um eine vernünftige Wirtschaftspolitik überhaupt zur Diskussion stellen zu können. Weil bis dahin ist man immer auf Mutmaßungen angewiesen. Und wie ich Ihnen zuvor gezeigt habe, wenn noch ein riesiger Anteil in Offshore-Finanzzentren verschwindet, verkompliziert es das weiter. Einen Punkt, der nächste Punkt, der mir wichtig scheint. Der Punkt ist, mit meinem Kollegen Fessler habe ich den in einer Arbeit gemacht. Das ist der Punkt, bei Einkommen haben Sie Länder, wo es reiche Menschen gibt und arme Menschen. Also wenn Sie das Glück haben, nicht in einem afrikanischen Land geboren zu sein, werden Sie auch, wenn Sie hier etwa in Österreich zu den armen Menschen zählen, werden Sie in einem afrikanischen Land immer noch zur Mitte oder oberhalb der Mitte zählen. Branko Milanovic hat das gesagt, er braucht nur zwei Variablen, er muss wissen, woher kommt jemand und was ist der Familienhintergrund. Dann kann er erklären, wo jemand in der Einkommensverteilung steht. In der Vermögensverteilung ist das nicht so. Sie können nicht sagen, super, da kommt jemand aus dem reichen Deutschland und der hat daher so viel mehr als in einem afrikanischen Land. Sondern bei der Vermögensverteilung gilt, reiche Menschen, die in Österreich reich sind, sind auch in Kongo reich. Reiche Menschen, die in Ruanda reich sind, wären es auch in den USA. Das ist also ein anderer Befund. Warum ist dieser Befund? Weil reiche Menschen zu Globalen zählen. Der Reichtum ist wahnsinnig weit weg von der Mitte. Der ist also nicht der nahe Nachbar und daher irgendwie vergleichbar. Was aber übrigens die Schwierigkeit von allen Reichtumsbetrachtungen ausmacht, dass die Vorstellungskraft das nicht hinbekommt mit den vielen Nullen, dass man nicht versteht, wo tatsächlich hier die Unterschiede sind. Aber Reichtum kann man nicht über Länderunterschiede gut erklären, ist der Punkt, ja? Sondern muss man erklären über die sozialen Unterschiede. Den nächsten Punkt, den wir jetzt machen in einer Arbeit, die wir auch wieder mit Birmin Fessler, die wir
vorstellen bei der World Income Database, wo Sie vorher die Daten gesehen haben in Paris im Dezember. Und da ist der Punkt, den wir machen, ist der folgende. Viel besser als über Länder oder übers Alter, wie alt ist denn jemand und wo steht er dann in der Vermögensverteilung, erkläre ich es mir über eine Klassenanalyse. Ich muss also nur wissen, hat jemand Immobilieneigentum und ist jemand als Unternehmer tätig. Dann kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit berechnen, wo er in der Verteilung steht. Das sind also die zwei wichtigen Informationen bei der Vermögensverteilung. Ganz anders als bei Einkommensverteilung. Das ist ein Muster, das sich für euren Euroraum ergibt. Sie sehen unten die Verteilung aufgetragen in Dezile. Sie sehen hier den Anteil, den die einzelnen Gruppen ausmachen. Das sind also die Mieter. Die Mieter sind die, die so am Anfang stark die Verteilungen besetzen, dann runtergehen. In der Mitte, diese rote Linie, haben Sie die Immobilieneigentümer. Das sind die, die haben hauptsächlich halt ein Haus oder eine Wohnung. Die dominieren die Mitte. Und die Unternehmer sind jene, die ziehen nach rechts oben. Das heißt, die sind absolut in den obersten Dezilen vertreten und sie können sich über diese Aufteilung in nur drei Kategorien extrem anschaulich erklären. Und das ist deswegen, scheint uns so wichtig, weil das Vermögen ja für arme Menschen und reiche Menschen ganz unterschiedliche Funktionen erfüllt. Für arme Menschen, die in einem Sozialstaat gut abgesichert sind, Bildung, Gesundheit, Altersvorsorge, spielt Vermögen keine große Rolle. Da übernimmt der Wohlfahrtsstaat diese Funktionen. Für jemand, der in einem Haus, also in der Mitte, in seinem Eigentum wohnen kann, der erspart sich die Miete, da hat das Vermögen so eine Nutzungsfunktion. Ja? Und ganz oben geht es nicht um Nutzungsfunktion, sondern geht es um Status, Vererbung und Macht. Und deswegen ist es wichtig, hier diese Funktionen zu unterscheiden, weil man sonst fälschlich glaubt, dass die Funktion, die arme Menschen haben, dass sie sich etwas ersparen, ein klein wenig ersparen, auch oben maßgeblich ist. Nein, natürlich nicht. Reiche Menschen können die notwendigen Ausgaben aus ihrem Einkommen tätigen, müssen daher keinesfalls auf ihr Vermögen zurückgreifen. Diese unterschiedlichen Funktionen trennen solche sozialen Schichten. Und das bedeutet, wenn ich zuvor sagte, geht es wieder ins 19. Jahrhundert zurück, dass eine maßgebliche Frage ist, geht es wieder in Richtung stärker klassenbasierte Analysen zurück. Zwei Punkte, die ich aus der Forschung noch für wichtig erachte. Der erste Punkt, den wir in einer Forschungsarbeit gemacht haben, die relative Bedeutung von Erbschaften im Vergleich zu Einkommen. Warum erachte ich das für so wichtig? Erbschaften sind unverdientes Vermögen. In Erbschaften steckt keine Leistungskomponente drinnen. Erbschaften bedeuten etwas anderes, als wenn Sie sich mühsam von Ihrem kleinen Lohn etwas ersparen, um sich danach etwas leisten zu können. Eine Erbschaft in Österreich bedeutet dasselbe, wie wenn Sie plötzlich von einem Facharbeiter zum Generaldirektor werden und die Hälfte der Einkommensverteilung überspringen. Ja? Das heißt, eine Erbschaft, die Sie im Alter von 50 oder so bekommen, die macht dann den Unterschied aus zu Ihren Freunden, die keine Erbschaft bekommen. Das ist der Sprung im Vermögen. Erbschaften haben eine ganz wesentliche Stellung im Akkumulationsprozess des Vermögens. Jetzt kann man sich anschauen, gut, daneben gibt es aber noch diese leistungsbezogene Komponente des Sparens. Und im nächsten Artikel, den wir publizieren werden, Birmin Fessler und ich kommen, haben wir uns das erstmal angeschaut, weil immer über das Sparen geredet wird, wie über das Vermögen, ja? Im Singular. Durch die Sparquote, die man da aus Makrodaten bezieht, hat nichts mit der Sparquote auf Haushaltsebene zu tun, was offensichtlich ist. Was Sie hier sehen, die ganz unten können nichts sparen, dann gibt es eine riesige Gruppe, also bis unten eine riesige Gruppe, die unter dem Mittelwert bleibt, also unter diesen 10% des Nettoeinkommens. Und dann gibt es oben eine Gruppe, die kann die Hälfte vom Nettoeinkommens sparen. Ja? Und demnach sind die Sparleistungen
völlig abhängig von der Sparfähigkeit. Wenn ich das oberste Dezil nehme, die können in einem Jahr über 10.000 Euro sparen. Ja? Dafür müssen die Muntersten, wenn die Muntersten überhaupt sparen können, das war eine Frage, die wir zuerst gerichtet haben, etwa 10 Jahre ansparen. Es gibt also auch hier bei diesen Sparquoten riesige Unterschiede. Und es ist hier keine Frage des Sparwillens, also ob jemand das rational durchschaut, dass er in guten Zeiten für schlechte Zeiten vorsorgen muss, sondern es ist eine Frage des Einkommens. Ja? Wir haben da kontrolliert für alles andere. Es ist also nicht die Frage, ob jemand noch zu jung ist, um zu sparen und erst später spart, sondern es ist die Fragestellung, die ist das Einkommen hinreichend dafür vorzusorgen. Das war der zweite Punkt mit den Sparquoten. Hier will ich Ihnen nur argumentieren, dass man zur Veranschaulichung, zur Illustration bei den Beträgen, die Haushalte angeben, sparen zu können, bleibt man in einem relativ niedrigen Bereich. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Annahmen hinsichtlich der Verzinsung von diesen Ersparnissen treffen, dann können Sie auf der X-Achse unten ablesen, wie viele Jahrzehnte Sie dann für dieses kleine Häuschen, für diese Immobilie sparen müssen. Vermögensakkumulation ist jenseits von den Erbschaften ein sehr steiniger Weg bei niedrigen Einkommen. Schlussfolgerungen komme ich bereits. Die steigende Vermögenskonzentration ist kein Thema neben anderen, sondern es ist ein Thema, das gerne übersehen wird, weil die Stimmung nach der Befassung mit so einem Thema geht in den Keller. Es ist einfach sehr deprimierend, weil man zuerst, sage ich Ihnen, weder Kapitalismus noch Kommunismus hat andere Trends, dann sage ich Ihnen, ja, die USA ist weiter, aber in Europa haben sie denselben Trend. Und ich bringe ja in meinem ganzen Vortrag keinen einzigen positiven Ausblick, dass etwas angelegt sein könnte. Ich möchte es im Gegenteil noch verstärken. Wenn tatsächlich das Kapital so eine starke Position einnimmt, dann bleibt die Wirtschaftspolitik völlig ohnmächtig. Die kann dann Empörung noch moderieren, die kann über Gerechtigkeit schwadronieren, aber sie kommt dem Kapital nicht nach. Also sie hat nicht diese Möglichkeiten, dass sie tatsächlich durch eine stärkere Vermögensbesteuerung das wieder ins Lot bringen würde. An einem Beispiel will ich Ihnen das noch veranschaulichen. Das ist das Beispiel der Erbschaftssteuer. Bei der Erbschaftssteuer können Sie erkennen, dass jene, für die Erbschaften total wichtig sind, das sind reiche Menschen, überhaupt keine Argumente brauchen. Sie können einerseits einfach Befürworter von Erbschaftssteuern persönlich diffamieren oder Sie können auf der anderen Seite mehren von Unternehmen, können dann nicht fortgeführt werden, Familienunternehmen, Deutschland, USA. Nirgendwo hat man je so ein Beispiel gefunden, dass man sagt, ja, der ist eingegangen, weil er eine Nachlasssteuer bezahlen musste. Die Zahlen, die es hier in diesem Bereich gibt, wie wichtig Erbschaften sind und wie niedrig Erbschaftssteuern überhaupt konzipiert werden, sind frappant. Sie müssen sich vorstellen, dass jener Vorschlag, der von der SPÖ kommt und der als weitreichend von manchen Gegnern betrachtet wird, wenn Sie sich überlegen, da ist vorgesehen ein Freibetrag, 1 Million, und dann ein Steuersatz, der hinaufgeht und der endet dann bei 35%, bei 10 Millionen Vermögen. Ja? Jetzt überlegen Sie sich, was an Einkommensteuer in Österreich verlangt wird und dann stellen Sie die Frage, wie kann man sowas argumentieren? Also wie kann man argumentieren, dass der Multimillionärsbub, der es vom Papa bekommen hat, dass der einen niedrigeren Steuersatz zahlt als jemand, der von seiner Lohnarbeit leben muss? Und das wird aber als Gerechtigkeitsanliegen verkauft, das mit Neidvorwurf und Klassenkampf entgegnet wird. Das zeigt, glaube ich, und das ist meine Erfahrung nach 15-jähriger, zum Glück noch nicht, aber so fühlt es sich an, aber nach 15-jähriger Tätigkeit als Vermögensforscher, was mir dabei immer noch auffällt, Datenproduktion, von Anfang an haben wir nur mal Daten produziert, die wurden in Frage gestellt und haben gesagt, gut, bringen wir welche zu Unternehmensbeteiligungen, Riesenkonzentration, gut, nehmen wir Daten zu Sparbüchern, Riesenkonzentration. All diese Belege der Konzentration führen nicht dazu, und das ist der traurige Befund,
dass es eine rationale Diskussion gibt. Bei den Erbschaften gibt es die eben nicht. Die Erbschaften werden in einer Form sakrosankt gestellt, als wäre das ein besonderes Kulturgut. Und in Wirklichkeit müsste man in einer Gesellschaft natürlich sagen, wenn dein Vater besonders tüchtig war und dir eine Erbschaft machen kann, dann kann er dir die Tüchtigkeit ja nicht vererben. Es bleibt ja seine. Die Person ist ja jene, die fürs Eigentum zuständig ist. Damit solche Debatten rational geführt werden können und nicht mit Grabenkämpfen und Diffamierungen, sondern argumentativ auf Basis von Zahlen geführt werden, wäre es notwendig, dass in Österreich endlich ein Armuts- und Reichtumsbericht installiert wird. Ein Armuts- und Reichtumsbericht wie in Deutschland, der vom Parlament begutachtet wird. Was man in Deutschland sehen kann beim Armuts- und Reichtumsbericht ist, dass wenigstens in Ansätzen Diskussionen zu Reichtum begonnen haben. Natürlich, am Anfang gab es riesig viel Material zu Armut. Armut ist bürokratisch leicht erfassbar, dazu weiß man viel und ganz wenig zu Reichtum. Und dann gab es auch die Frage, wieso Armut und Reichtum zusammen betrachten. Das eine will man nicht, Armut, und das andere streben alle an. Es streben erstens nicht alle Reichtum an und zweitens, es hängt damit zusammen, dass man in einer Gesellschaft lebt, wo, wenn die Grenzen zwischen unten und oben zu groß werden, die Selbstachtung jener unten verloren geht, wie Rawls in der Theorie der Gerechtigkeit argumentiert hat. Wenn eine Gesellschaft so klafft, dann ist es um die Gesundheit schlecht bestellt, weil die einfach stärker Stress bekommen und weil sie sich nicht mehr zugehörig fühlen zu einer Gesellschaft, die so weit weg ist. Das ist aber auch der Grund, warum der Reichtum so verschwiegen wird. Solange sich der Reichtum nicht zeigt, muss Reichtum nicht begründet werden. Solange ich nur die Vorstellung habe, ich vergleiche das Einkommen von mir mit jemand anderem, bleibe ich in überschaubaren Größen. Da habe ich noch Vorstellungen dazu. Aber was für eine Vorstellung habe ich zu 5 Milliarden an Vermögen? Ich kann sagen, das sind so und so viele Villen, aber was habe ich zu tausenden Villen für eine Vorstellung? Auch keine. Das heißt, dort bekomme ich nicht mehr überhaupt auf einer rationalen Ebene das Thema in den Griff. Deswegen wird es immer sehr anekdotisch behandelt. Das müsste es nicht, wenn man hier Klarheit nur mal herstellen könnte, was Reichtum ist. Der Weg über Haushaltsbefragungen ist natürlich keiner, der hier zielführend sein würde. Warum? Weil hier reiche Menschen jene Angaben, die die Öffentlichkeit benötigen würde, höchst ungern machen und weil die Kontrollmöglichkeiten bezüglich der Richtigkeit der Angaben nicht gegeben sind. Was daher notwendig wäre, ist, dass man sich mit diesem Thema und das glaube ich eben von meiner Forschung her besonders, mit diesem Gefühlswirrwarr beschäftigt zwischen Neid, Gier und Begründung, dass die reichen Menschen in gewisser Weise etwas Besseres sind. Also mit dieser moralischen Hierarchie, auf die Piketty die auch schon hingewiesen hat, dass man sagt es ja im Sprachlichen direkt schon, das sind die Höhergestellten, die Bessergestellten, die einen stehen oben, die anderen stehen unten. Das heißt, hier laufen Wertungen die ganze Zeit mit. Und diese Wertungen verunmöglichen eine vernünftige Themendiskussion. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Martin Schürz. Da steht jetzt vieles im Raum, was uns Stoff für Diskussionen gibt. Ich darf die restlichen zwei Teilnehmerinnen zu mir herbitten. Von Vermögen war jetzt viel die Rede, von Konzentration. Wir wollen jetzt den Bogen schlagen hin zum Überthema dieser Veranstaltung heute, nämlich zur Digitalisierung und wie die sich auf die Entwicklungen, die Sie gerade geschildert haben, auswirkt. Neben mir sitzen Stella Sophie Zilian. Sie hat studiert Volkswirtschaft und Global Studies und forscht derzeit an der Wirtschaftsuniversität Wien am Institut Economics of Inequality. Und hier neben mir Agnes Streisler-Führer, sie ist Volkswirtin und Historikerin, hat an der Arbeiterkammer lange gearbeitet in der Abteilung Statistik und Wirtschaftspolitik, war dann Unternehmerin, hat eine Beratungsagentur geleitet und ist heute in der Bundesgeschäftsführung der GPA DJP tätig. Ja, Frau Zilian, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen.
Sie forschen ja gerade intensiv an etwas, was direkt mit unserem Thema zu tun hat. Sie sind Co-Autorin einer Studie, die nächste Woche, glaube ich, erscheinen wird, die sich die Frage gestellt hat, welche Wirkungen hat der technologische Wandel auf die Beschäftigung und auf die Einkommensverteilung in Österreich? Jetzt ist die Frage, wie viel dürfen Sie uns über Ihre Ergebnisse schon verraten? Noch nicht allzu viel, weil am Montag wird dann die große Präsentation sein, gemeinsam mit der Stadt Wien und der Arbeiterkammer und dem BMFIT. Aber wir haben im Zuge der Studie auch einen Überblicksartikel in der Wirtschaft und Gesellschaft veröffentlicht, letztes Jahr im Dezember. Und da haben wir uns einmal grundsätzlich mit der Frage beschäftigt, wie sich technologischer Wandel auf die Einkommensverteilung auswirkt und haben sowohl die theoretische Literatur als auch die empirische Literatur dazu aufgearbeitet. Und weil es ganz, ganz gut passt, also ein Punkt, der nämlich gut zur Frage der Vermögenskonzentration passt, ist der, dass gerade die Bedeutung des Faktors Kapital in Relation zum BIP hat stark zugenommen. Gleichzeitig ist die Lohnquote seit den 1980ern sehr stark gesunken in de facto allen OECD-Ländern. Und was sich in letzter Zeit gezeigt hat und was zum Beispiel auch in einem Economist-Beitrag in einer Spezialausgabe letzten September diskutiert wurde, ist, dass die Marktkonzentration gerade in den IKT-intensiven Branchen stark zugenommen hat. Und das ist ein Thema, das wird jetzt verstärkt aufgegriffen. Und gerade eben diese Marktkonzentration, die eben durch gerade in den technologieintensiven Branchen, wo sehr viel auf wissensbasierten Kapital passiert, also Kapital, das jetzt nicht tangibel ist, so wie Sachgüterkapital, sondern was mit Patenten und Software und Markenrechten und so weiter zu tun hat. Und gerade das sind Produkte, die von sehr hohen Skaleneffekten profitieren. Also man kann sie zu geringen bis zu kaum, also zu geringen marginalen Grenzkosten produzieren. Dann gibt es große Netzwerkeffekte, die es einem dann erlauben, dass ein klassisches Beispiel, soziale Netzwerke wie Facebook, dass dadurch, dass der Nutzen eines solchen Gutes sozusagen steigt mit der Anzahl der Nutzer, entstehen so Märkte, die sehr schwer zu penetrieren sind von kleineren Unternehmen. Und diese Marktmacht, das hat ganz gut gepasst, dass heute im Standard war ein Artikel darüber, dass zum Beispiel Google HTC um 1,1 Milliarden Euro oder Teile von HTC, dem den Handy-Smartphone-Hersteller, aufgekauft hat. Und das ist nur eins von vielen Beispielen in Richtung Merchant Acquisitions, wo es quasi zu einer globalen Konzentration von multinationalen Unternehmen kommt. Und die sind eben in diesen Bereichen, die durch die Digitalisierung überhaupt erst geschaffen werden, besonders stark anzutreffen. Mir fällt dazu ein, der Martin Schürz hat in seinem Vortrag auch das 19. Jahrhundert erwähnt, dass wir dorthin zurückgehen, was die Vermögensverteilung betrifft. Das war ja auch eine Zeit von großem technologischem Wandel, den erleben wir jetzt gerade auch. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, kommt mir vor, wir erleben so etwas Ähnliches wie im 19. Jahrhundert, nur noch mit einem wesentlich größeren Hebel, weil in der digitalen Wirtschaft das alles noch viel schneller geht mit der Vermögensanhäufung und auch mit der Wertschöpfung. Frau Streißler-Führer, wie ist das mit der Marktkonzentration und den Möglichkeiten. Da kann ich der Frau Zilia nur vollkommen zustimmen. Ich glaube, man muss sich sozusagen überlegen, warum kommt es überhaupt zu diesen Vermögensungleichheiten, die der Martin uns da ja sehr anschaulich erzählt hat. Und das beginnt natürlich zunächst schon einmal damit, dass auch die Einkommen ungleich verteilt sind. Und Sie haben es auch angesprochen. Das heißt, zunächst müssen wir sagen, warum kommt es zu ungleichen Einkommen? Welche Chancen habe ich überhaupt bei der Erzielung von Einkommen? Da
können wir zunächst einmal darüber reden, haben denn wirklich alle die gleiche Chance, die notwendigen Qualifikationen in dieser digitalen Welt zu bekommen? Wir wissen, wir sprechen von Polarisierung der Qualifikationen. Es gibt sozusagen die oberen Qualifikationen, die stark steigen, aber auch im unteren Bereich und im mittleren Bereich, was gerade im Finanzwesen momentan sehr schmerzlich spürbar wird, fallen vielleicht Jobs weg, verändern sich Qualifikationen. Haben da alle die gleiche Möglichkeit, wirklich eine Qualifikation zu bekommen? Oder ist es nicht so, dass es letztendlich dann doch wieder ein bisschen vom sozialen Background abhängt, ob ich ausreichend IKT-Ausbildungen bekomme? Wir müssen auch sehen, dass ja, der Zugang zum Internet erscheint unglaublich günstig, aber wir kaufen dann alle vielleicht Apps und die kosten schon etwas und Apps sind meistens für konsumstärkere Schichten gemacht. Also auch hier haben wir sozusagen ein wenig ein Auseinanderdriften im Zugang zu dieser digitalen Welt. Und für mich ein wichtiges Thema bei den Einkommensungleichheiten ist schon auch etwas, was gerne ein bisschen im Schatten bleibt, nämlich die ungleiche Einkommensverteilung genau in der digitalen Welt zwischen Männern und Frauen. Also wir wissen inzwischen, dass der Sexismus im Silicon Valley einfach unglaublich hoch ist. Es gibt Umfragen, 83% der Beschäftigten sagen, bei uns ist es total divers im Unternehmen. Wenn man dann hinschaut, bei Microsoft sind es, glaube ich, 29% sind Frauen, in der Führung überhaupt nur 23%. Bei Facebook ist es ähnlich. Das Department of Labor, also das Arbeitsministerium in den USA, untersucht gerade, ob Google nicht systematisch Frauen unterbezahlt. Also wir haben hier einen wunderbaren Sexismus. Das Zweite ist aber genau das, was die Frau Zilian gesagt hat oder was Sie auch angesprochen haben, diese Vermögensungleichheit und die ungleiche Verteilung der Marktmacht. Und da ist es natürlich schwierig jetzt zu sagen, ist es wirklich nur die Digitalisierung oder ist es nicht wirklich das böse Dreieck von Finanzialisierung, Globalisierung und Digitalisierung, die einander hier, glaube ich, sehr gut bedingen. Was ich spannend finde, ist, dass in der vergangenen Woche hat die UNCTAD, die, glaube ich, jetzt nicht als linker Hort gilt, sondern das ist die UNO-Organisation für Handel und Entwicklung, die hat eine Studie vorgelegt und die hat mich schon überrascht. 1995 haben die 100 größten Unternehmen weltweit das 31-fache gehabt der 2000 kleinsten börsennotierten Unternehmen. Also da sind wir auch noch immer eigentlich noch durchaus marktmächtigen Unternehmen. 31 Mal war der Marktwert. Was glauben Sie, was es 2015 war? Es war das 7000-fache. Und hier ist sozusagen allein bei den Unternehmen sind diese Vermögensverteilungen ungleich auseinandergegangen. Und die eben auch wieder die UNCTAD sagt, die Überschussgewinne, Gewinne, die daraus entstehen, dass wir unfaire Marktbedingungen haben, sind von 1995 bei den Unternehmen von 5% auf 25% gestiegen. Und genau wie Sie sagen, das hängt zusammen mit den Skalierungsmöglichkeiten der Technologien, das hängt damit zusammen, dass besonders sozusagen in den etwas mehr sophisticated Industrien, da ist so viel Know-how drinnen, dass ich nur als Insider eigentlich Komplementärinvestitionen machen kann. Und daher sozusagen hier so eine Winner-Takes-it-all-Geschichte ist. Und ich möchte auch schon das betonen, was die Birgit Sauerzopf am Anfang völlig richtig gesagt hat, auch in Unternehmen, die jetzt nicht direkt aus der digitalen Welt kommen, sondern die sich jetzt allmählich digitalisieren, ist es natürlich aufgrund der neuen Kontrollmechanismen, aufgrund vieler Produktivitätsinstrumente sehr gut möglich, die arbeitende Bevölkerung noch ein wenig mehr auszupressen und damit sind wir zurück im 19. Jahrhundert, wie Sie gesagt haben. Was Sie jetzt sagen, kratzt so ein bisschen an einem der Grundmythen der digitalen Ökonomie, nämlich dass jeder und jede teilnehmen kann. Man braucht nur einen Computer oder ein Handy und man kann schon teilhaben an dieser Wertschöpfung. Offenbar ist dem überhaupt nicht so. Ich weiß nicht, ob es nicht überhaupt nicht so ist. Also es ist sicherlich, und ich bin eine große Anhängerin neuer Technologien, es ist schon so, dass wir zunehmend mehr alle die Möglichkeit haben, zu Informationen zu kommen. Der arabische Frühling ist einer dieser Beispiele, der immer dafür positiv genannt wird. Aber wir wissen eben auch, dass das sozusagen es nicht nur die Marktmacht ist, die sich ungleich verteilt, sondern mit dieser Marktmacht natürlich auch die großen Unternehmen zunehmend mehr Einfluss auf die Politik haben.
Und mit der Politik haben sie dann sozusagen Einfluss genau auf die Steuerpolitik, auf die Verteilungspolitik, und dann kommen am Ende diese Geschichten heraus. Also wir haben schon mehr Zugang, aber ich glaube, wir müssen irgendwie sehr genau darauf schauen, ob dieser Zugang tatsächlich ein objektiv gleichverteilter ist oder ob wir dabei nicht unglaublich auch manipuliert werden. Weil ich meine, wenn Google und Facebook, was sind es, 92% irgend sowas des amerikanischen Werbemarktes, amerikanischen Online-Werbemarktes haben, dann ist schon die Frage, welche Informationen bekommen wir? Also wir haben Zugang zu diesen Informationen, aber wer bestimmt, was die Informationen sind? Als ob Sie noch was sagen wollten dazu. Nein, weil der Punkt mit den, was Sie gemeint haben mit der Internetnutzung und Internetzugang, das ist nämlich ein Punkt, mit dem ich mich im Rahmen einer anderen Geschichte eigentlich beschäftige, und zwar diese digitale Ungleichheit, die eigentlich schon bei der Nutzung von neuen Technologien entsteht. Und da hat es eine Studie gegeben im Auftrag von der Arbeiterkammer, ein deutsches Jugendforschungsinstitut war das. Und die haben in Wiener Schulen die Schüler befragt, wie sie Internet nutzen und ob sie Zugang zu PCs zu Hause haben und so. Und da hat sich eben schon gezeigt, ich glaube, es waren 500 Schüler in Wien, da hat sich gezeigt, dass eben die sozioökonomischen Hintergründe einen großen Unterschied machen, ob du jetzt das Internet dazu verwendest, um deine Hausübungen zu machen, oder ob du es nur verwendest, um auf Instagram ein Foto hochzuladen. Und ich habe auch ein bisschen weiter internationale Literatur und so geschaut, und es ist tatsächlich so, oder es scheint so zu sein, dass es nicht nur vom eigenen Bildungsstand abhängt, sondern schon vom Bildungsstand der Eltern, vom Migrationshintergrund und so weiter und so fort, die irgendwie determinieren, wie du selbst Internet nutzt, eine Frage zum Beispiel in dieser Studie war auch, ob man schon selbst programmiert hat, ein Programm programmiert hat, und da kommt wieder die Genderfrage ins Spiel. Da waren, glaube ich, 19% der Burschen haben angegeben, sie haben schon mal was programmiert, und nur 5% der Mädchen haben angegeben, sie haben schon programmiert. Also diese Ungleichheit ist eben nicht nur auf dieser Unternehmensebene, sondern sie beginnt schon auf der individuellen und persönlichen Ebene. Und ja, und da ist eben schwer abzuschätzen, wie sich das entwickelt. Und ich weiß nicht, ob es dann quasi reicht, wenn man sagt, ja okay, wir geben jedem Volksschüler ein Tablet in die Klasse und die Sache hat sich erledigt. Also ich glaube, da spielt einfach sehr viel mehr mit, wie man überhaupt mit diesen Geräten quasi sinnvoll was macht. Die Art der Nutzung, die bringt natürlich jetzt auch ganz neue Arbeitsverhältnisse hervor. Ne? Also in dem Moment, wo ich in der Lage bin, eine Uber-App zu bedienen, kann ich Uber-Fahrerin werden. Ne? Die Hürde, dass ich in der Lage bin, das zu programmieren, ist wesentlich höher. Das heißt, produzieren wir da eine ganze Unterklasse an marginal, prekär arbeitenden Menschen, die nur noch in der Lage sind, auf eine App zu drücken? Zunächst einmal hoffe ich, dass man auch Auto fahren kann, wenn man Uber-Fahrer werden will oder Uber-Fahrerin, was nicht, glaube ich, nicht immer gegeben ist. Aber dann gibt es auch keine Uber-Fahrer mehr. Die Frage ist eine ganz wichtige, und ich glaube, da muss man sehr gut unterscheiden, ist daran der Computer schuld? Weil die berühmten Uber-Fahrer und Uber-Fahrerinnen, die als die Sklaven und Sklavinnen des 21. Jahrhunderts, glaube ich, nicht ganz zu Unrecht bezeichnet werden, daran ist nicht der Computer schuld. Der Computer selber ist eine Plattform, der die Nachfrage nach Fahren mit dem Angebot nach Fahren zusammenbringt. Und man könnte sagen, der macht den Markt effizienter und rascher. Die Problematik dabei ist, dass das Geschäftsmodell dahinter ein neoliberales, ein auf kurzfristigen Kapitalismus, auf ohne Rücksicht auf diese Menschen ausgerichtetes ist. Und damit die eben schlecht bezahlt sind, keinen Urlaub haben, all die Sachen, die wir kennen. Und insofern, wenn wir zulassen, dass diese mächtigen Unternehmen eben den einzigen Einfluss auf die Politik haben, dass die Großspenden an Parteien geben, dass die einfach Sponsoring hier und dort machen, dann wird genau das passieren, dass es vollkommen okay ist, dass uns der Mainstream erzählt, es ist einfach notwendig, dass in dieser digitalen Welt prekäre Arbeitsverhältnisse da sind.
Das muss überhaupt nicht so sein. Ich bin der festen Überzeugung, wir können alle gemeinsam daran arbeiten und wir müssen daran arbeiten und wir müssen es laut sagen. Und deswegen gibt es auch so Veranstaltungen wie diese hier, dass selbstverständlich ein anderer Weg möglich ist. Aber das Interessante ist doch, die Politik sagt ja immer, dass man das nicht beeinflussen kann. Also sie strahlt ja auch so eine gewisse Hilflosigkeit aus. Selbst also wenn wir uns die Steuergesetzgebung anschauen und wie einfach es offenbar für Unternehmen ist, Steuer zu optimieren, auch länderübergreifend. Woher kommt diese Hilflosigkeit? Ist die objektiv gegeben oder ist das eine Ideologie und macht sich die Politik hier selber handlungsfähig? Ich glaube, der Martin hat es komplett gesagt, ja. Vielleicht, was ich noch ergänzen darf. Ich glaube, einerseits geht es um die Einflussnahme der Reichen und Mächtigen auf die Politik direkt über Lobbying, über Campaigning, über gemeinsame Abendessen, wo man Anliegen darstellen kann, all das. Ja. Aber gleichzeitig gibt es im Zug dieser Digitalisierung ja auch die Behauptung, dass damit Reichtum demokratisiert werde, ja. Als Schlagwort. Was man sich da vorstellen kann, ist, und das halte ich dabei für das Wichtige, dass die soziale Akzeptanz von Reichtum wiederhergestellt wird. Ja? Also Reichtum musste sich immer legitimieren, in der Antike über Beiträge zur Polis, im Mittelalter über barmherzige Gaben, im Kapitalismus über Leistung, dass man keine Geburtsprivilegien hat. Ja? Und mein Argument war dieses Leistungs, bei den Vermögensunterschieden kann ich das Leistungs nicht halten als Begründung. Ja? Ich kann nicht das 20.000-fache haben von jemandem, weil dann muss ja der eine 20.000-fache Niete von mir sein. Also dieses Leistungsprinzip, obwohl immer, je lauter von den Leistungsträgern und so geredet wird, umso hohler wird das Ganze. Und was jetzt da kommt mir mit der Digitalisierung vor, passiert ist, da kommt ein Nachfolgemodell. Ja? Da gibt es hippe Unternehmer in Jeans, coole Typen. Ich war vor 2 Jahren bei einer Konferenz von Institute of New Economic Thinking, finanziert auch von Soros, und der hat zusammengebracht so kritische Ökonominnen und Ökonomen mit Jungunternehmern aus dem Silicon Valley, die null Berührungsängste haben bezüglich irgendwelcher Ideologien, die ihre Apps und die so suggerieren, mit guten Ideen kriegt man es hin. Und eine gute Idee kann ja jeder haben und damit kann jeder reich werden. Also es ist nicht mehr das Modell vom Self-Made-Millionär, weil das ist klar, über das Einkommen kriegt man gar nichts hin. Das habe ich schon versucht zu zeigen. Über das Einkommen wird keiner reich. Ja? Da, in Wirklichkeit brauche ich da zu den Medici zurückgehende Linien, wie beim Banca d'Italia-Papier so schön gezeigt wurde. Das geht eben dynastisch über Generationen. Das wäre aber dann eine Legitimation wie im 19. Jahrhundert und die will man nicht haben, solange man wenigstens eine Fassadendemokratie hat. Daher ist die Digitalisierung natürlich ein super Weg, um zu zeigen, Wahnsinn, dort geht's ab, das sind coole Typen und die machen coole Sachen. Was nur der Denkfehler ist eigentlich, der eine kriegt mit diesen coolen Sachen ein Vermögen und der andere kriegt ein Handy. Und damit ist die Untersuchungseinheit nicht die gleiche. Beim Einkommen legitimiere ich ja so, ich habe 5-mal so viel Einkommen, weil ich arbeite 5-mal so viel, was zeitlich nicht geht, aber ich kann solche gemeinsamen Bezugsgrößen haben. Das habe ich aber bei all diesen Google, Facebook, WhatsApp-Geschichten ja nicht, sondern die einen werden superreich, und sind angesehen. Sie müssen sich vorstellen, es geht eher in die Richtung von den Fußballern, denen man auch irgendwie, na okay, er hat die Steuererklärung nicht ausfüllen können, daher hat er 100 Millionen vergessen. Aber der Sport ist so eine Domäne der Meritokratie. Da kann man kommen aus den Favelas, aus den Slums und im Fußball kann man was werden. Ja? Das hat man beim Vermögen nicht. Und wenn ihr jetzt und ich hätte auch dieses UNCTAD und diese eine Studie Katze und dass diese Superstar-Firmen da kommen, ja, und dann kriege ich eine wunderbare Legitimation hin und die schafft soziale Akzeptanz vom Reichtum und dann und jetzt komme ich zum Ende von einer langen Rede, dann will man von der Wirtschaftspolitik eigentlich nichts anderes, weil dann sagt man, auf den neidig sein, wieso, kannst du ja selbst eine gute Idee in einer Garage haben. Ich wollte gerade sagen, jeder, der eine Garage hat, hat das Gefühl, er kann auch mit der Garage reich werden wie Bill Gates. Ja. Ne? Ich glaube, dass wir ehrlich gesagt sogar selber alle ein bisschen selbstkritisch sein müssen, ob wir nicht
selbst auch schon ein bisschen Gehirn verwaschen in, diesbezüglich sind. Ja. Weil ich kenne auch aus linken Kreisen durchaus die Diskussion, die größten Unternehmen der Welt sind eben Google, Facebook, Uber, Airbnb oder wer auch immer. Und ich frage mich dann immer, woran misst sich diese Größe? Diese Größe misst sich nur an einer Marktfantasie. Das ist der Börsenwert, das ist das, was die Leute glauben, wozu ich diese Firma verkaufen kann. Aber es ist nicht die Größe des Umsatzes und es ist schon gar nicht die Größe der Beschäftigung. Ja, und ich glaube, da müssen wir einfach täglich anders verwendet, denken. Also ich weiß nicht, wie oft Sie auf Facebook schauen, aber wenn wir in diesem Land schauen, wie viele Menschen täglich 20 Mal hineinschauen, ist das, objektiviert sich ja die Macht tatsächlich, weil jemand, der 20 Mal am Tag in mein Gehirn eindringt, ist objektiv mächtig. Dann muss ich aber sagen, das politisch mächtigste Unternehmen ist Facebook, aber nicht das wirtschaftlich mächtigste. Wirtschaftliche Macht würde ich gerne schon noch immer über Beschäftigung sehen. Und es ist eben irgendwie unfair, und das ist das, was uns wahrscheinlich alle sozusagen treibt, dass hier eine wirtschaftliche, nicht so große Macht, weil nicht viele Beschäftigte dahinter sind, eine so hohe politische Macht, eine so hohe Einflussnahme hat. Aber trotzdem, was macht den Staat so hilflos? Also der Staat kann ja nicht, also Sie haben zwar gesagt, es ist sehr oft eine ganz klassische Sache, wer geht mit wem essen und wer schafft es, seine Interessen durchzusetzen. Ist es nur das? Ich meine, der Staat kann ja nicht gleich gehirngewaschen sein wie wir als Individuen, wenn wir schon das Wort verwenden. Naja, aber wenn die Mehrheit sozusagen solchen Geschichten glaubt, dass es eben keine Alternative zum Markt gibt, was ich immer ein besonderes Paradoxon finde, dass der Liberalismus, der dafür da ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, immer sagt, es gibt keine Alternative, dann widerspricht er sich selber. Aber das ist die Story, die wir jeden Tag hören. Und das ist die hören wir eben von Wirtschaftsbossen, die hören wir schon auch dann wiedergekäut von vielen Medien, und wie die hören wir selbstverständlich von einer ganzen Anzahl unserer Parteien, die ich unter Umständen eben zu oft essen gegangen sind mit den Wirtschaftsbossen. Ja, es ist leider so, dass wir als Staat es anders machen könnten, ist vollkommen klar, aber auch der Staat ist natürlich nur ein Abbild der Gesellschaft, das ist ja nicht ein anderes Konstrukt. Vielleicht skizzieren wir das einmal kurz, was man machen könnte als Staat. Würde man sich nicht gleichzeitig, wie Sie es auch erwähnt haben, seines Vermögens ja sukzessive berauben, indem öffentliches Vermögen ja im Vergleich zur Anhäufung von privatem Vermögen eine immer geringere Bedeutung hat? Können wir vielleicht ein paar Handlungswege skizzieren? Soll ich beginnen? Oder? Ja. Also genau wie ich gesagt habe, wir müssen diese digitale Dividende, diese digitalen Profite auf irgendeine Weise abschöpfen. Und ich glaube, nicht nur auf irgendeine Weise, sondern auf vielfache Weise. Das heißt, wir müssen schauen, dass es gleichen Zugang zur Bildung gibt. Wir müssen schauen, dass es diskriminierungsfrei ist. Wir müssen selbstverständlich, und gestern hat die Metallerrunde begonnen, also wir wissen sozusagen, es geht jetzt wieder genau um diese Frage, wie viel bekommen die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen vom Kuchen, und da müssen wir einfach viel stärker darauf schauen, dass bereits in der primären Einkommensverteilung ausreichend Einkommen bei den Menschen landet, und da geht es auch darum, dass wir darüber nachdenken müssen. Die österreichischen Gewerkschaften haben immer eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik verfolgt, und wir wissen aber sozusagen, dass es derzeit in der digitalen Welt ganz schwierig ist, diese Produktivität richtig zu messen, und wir daher eigentlich in den volkswirtschaftlichen Rechnungen immer zu geringe Produktivitätszahlen haben, und das ist ein Riesenproblem. Da müssen wir auch als Ökonomen hergehen und sagen, wie können wir hier einen besseren Produktivitätsbegriff wieder definieren, damit wir, wenn wir produktivitätsorientierte Lohnpolitik machen, auch tatsächlich schauen, dass eben da die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihren Teil am Kuchen wirklich bekommen. Das heißt, schon mal ansetzen in der primären Einkommensverteilung und dann selbstverständlich in der sekundären Einkommensverteilung, sprich in der Umverteilung durch den Staat. Wir müssen schauen, dass die digitalen Unternehmen mehr Steuern zahlen. Das heißt, wir müssen wirklich schauen, dass, wenn ein Unternehmen eine wirtschaftliche Aktivität in einem Land hat, sei es, dass es hier Geld verdient oder sei es auch nur, dass es Daten sammelt, dass diese wirtschaftliche Aktivität auch steuerlich relevant wird und es daher zu
Gewinnsteuern kommen muss. Und wir müssen auch eben schauen, dass wir diese Entwicklung, dass Körperschaftssteuern, Einkommensteuern, Vermögensteuern, die ganze Zeit runtergegangen sind, dass wir die umdrehen, damit wir eben wieder aus dieser Winner-Takes-It-All-Geschichte rauskommen. Weil das ist ja dann das Absurde, wenn ich schon von den Technologien in der primären Einkommensverteilung diese Problematik habe, dass es in Richtung Winner takes it all geht, dann muss ich in der sekundären Einkommensverteilung, in der Umverteilung des Staates ja umso mehr schauen, dass ich hier das Ruder in die andere Richtung drehe und nicht noch sage, okay, und dann tun wir jetzt noch die Körperschaftssteuer senken. Das ist einfach vollkommen absurd. Mhm. Sehen Sie das ähnlich? Ja, also ich wäre auch auf das eingegangen. Ich meine, das Problem ist ja, wenn man diese global agierenden Konzerne hat, das Problem wird einfach immer sein, wie willst du sie besteuern, ohne es international zu regeln. Das ist eigentlich das Kernproblem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sehe keine Lösung in näherer oder fernerer Zukunft für die Angelegenheit, wenn es nicht einmal auf EU-Ebene möglich ist. Und wenn da schon einmal, also wenn quasi die EU als Vorbild vorangehen könnte und hier ein einheitliches Steuerkonzept oder Besteuerungskonzept von Unternehmen vorlegen könnte, dann wäre vielleicht ein erster Schritt in Richtung eines globalen Besteuerungskonzepts gelegt. Aber realistisch gesehen, weiß ich nicht. Wir haben ja auch hier ein Machtungleichgewicht. Also ein Staat ist per Definition als Staat beschränkt in seinem Handlungsfeld. Und wie Martin Schütz uns ja vorher erklärt hat, Kapital ist per se global. Das heißt, einen Hafen, einen Ort wird es immer finden, wo der Staat keinen Zugriff hat. Ist das richtig? Muss man sich, es ist ja wirklich jetzt deprimierend, weil, wie Sie gesagt haben am Schluss. Ja? Ja, ich war jetzt auch froh, dass Agnes den positiven Part übernommen hat und habe mir gedacht, ich schweige. Aber ich kann echt nur dazu als kleinen konstruktiven Part sagen, ich halte es für wichtig, dass man die Dinge beim Namen nennt. Ja? Dass man nicht, weil der Gegenwind groß ist, als Politiker sagt, ja, Vermögensteuern sind eine schlechte Sache, weil man sonst als Politiker die Wirtschaftskompetenz abgesprochen bekommt. Wobei, da geht es nicht um Sachkompetenz, sondern da geht es um reine Machtfragen. Natürlich ist das scheue Reh auch beladen mit Immobilien dann unterwegs ins Ausland. Klar, und wer sozusagen trotzdem für Vermögensteuern ist, ist nicht jemand, der diese Macht des Kapitals nicht versteht, sondern das ist jemand, der die Logik von einer Leistungsgesellschaft ernst nimmt und beharrt darauf, dass das der Anspruch ist, an dem wird es gemessen. Deswegen wird es aber kein Staat umsetzen können, weil es hätte diese Folgen, dass das Kapital weg ist. Ja? Und daher geht das halt nicht. Aber ich glaube halt daran, ich glaube halt an solche Sachen, dass man die Öffentlichkeit, der so viel Schmus erzählt wird, dass man die auch aufklärt und in Sachen, die bereits hingenommen sind. Das ist natürlich eine ganz Kleinigkeit. Das hat nichts dann damit zu tun, dass irgendjemand deswegen etwas tun könnte. Aber ich habe gewählt dieses Thema der Erbschaftssteuer, weil dort ist es am eklatantesten. Dort ist die Macht der Reichsten am sichtbarsten, weil die sagen, wir werden keine Argumente brauchen. Wir brauchen nur auf Emotionen warten. Familiengeschichten, Todesnähe macht das Ganze sehr emotional beladen. Und das reicht schon. Und die Leute glauben dann, vielleicht bin ich auch einmal reich. Und so. All diese Sachen, die brauchen also nicht einmal argumentieren. Deswegen denke ich jetzt, Ökonominnen und Ökonomen haben da eine Aufgabe, dass sie nicht einfach sich opportunistisch danach orientieren, was geht. Weil dann kann man es gleich aufgeben in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Darf ich da vielleicht nur einen Punkt dazu sagen, weil ich bin nicht eben so pessimistisch wie die Frau Zelian. Und ich bin unter anderem auch deswegen nicht so optimistisch, weil ich es eben spannend finde, dass auch Organisationen wie die UNCTAD oder die OECD die Ungleichverteilung durchaus problematisieren. Und der Martin Schürz hat in seinem Vortrag gesagt, Ärmere sind weniger gesund. Wir wissen aber auch, dass in Gesellschaften, wo eine große Ungleichheit herrscht, nicht nur die Ärmeren weniger gesund sind, sondern die gesamte Gesellschaft ist weniger gesund. Ja. Es gibt mehr psychische Erkrankungen durch die Bank durch, weil alle unter mehr Stress leben. Das heißt, wir erleben sozusagen diese negativen Folgen der Ungleichverteilung sehr stark und das wird auch von Mainstream-Organisationen inzwischen gesehen. Und daher gibt es ja dann auch solche Aktivitäten, jetzt kann man sagen, geht viel zu langsam, selbstverständlich, aber OECD G20, die sagen,
die BEPS-Initiative, die sagen, wir wollen schauen, dass wir diese digitalen Gewinne besser besteuern und dass es natürlich nicht darum gehen kann, dass ich meinen Gewinn immer dort parke, wo es steuerlich am günstigsten ist, sondern dass ich schaue, wo wird der Umsatz gemacht. Und Modelle wie eine Diverted Profit Tax, wo man einfach sagt, Leute, ihr habt bei uns Umsatz gemacht. Und da sind dann die Steuerhäfen auf einmal wurscht, weil es geht ja um die Märkte. Facebook will ja den österreichischen Markt haben. Sie wollen den deutschen Markt haben, sie wollen den englischen Markt haben. Und da sie inzwischen Country-by-Country-Reporting machen müssen und zeigen müssen, wo haben sie denn ihre Umsätze gemacht, dann muss man auch hergehen und sagen, okay, und dann schauen wir, was da sozusagen von diesem Umsatz der Gewinnanteil ist und dann besteuern wir ihn. Also es geht schon und es gibt auch erste Initiativen in diese Richtung. Also ich würde nicht zu schnell die Flinte ins Korn werfen, sondern sagen, ja, let's go. Ein anderes Argument, das sehr gern benutzt wird, ist, dass eine Art Wertschöpfungsabgabe sei ja auch innovationsfeindlich, weil sie natürlich Menschen den Anreiz nimmt, etwas Neues sich auszudenken, was die Produktivität erhöht. Was sagen Sie zu dem Argument? Ich glaube, da muss man sich immer diese Modelle dieser Wertschöpfungsabgaben anschauen. Die derzeit in Diskussion sind, nehmen üblicherweise die Investitionen aus und insofern ist dieses Argument einfach gar nicht drinnen, also gilt dann nicht. Insgesamt geht es einfach darum, dass wir hergehen müssen und weg von der Besteuerung des Faktors Arbeit hin zur Besteuerung von Gewinnen, von Wertschöpfung, wie auch immer. Aber wie gesagt, da muss man immer die Modelle ganz genau anschauen und das halte ich auch für eine etwas flache Gegenpropaganda, dass das innovationsfeindlich ist, weil die meisten Modelle haben eben die Investitionen gar nicht drin. Nein, stimme ich zu, also da wollte, ja, dass die Wertschöpfungsabgabenmodelle eben die Investitionen ausnehmen und dass ich auch glaube, dass die wahrscheinlich sicher nicht der innovationshemmendste Aspekt sind in einer Wirtschaft. Aber was wollte ich noch hinzufügen? Na, lassen Sie mich vielleicht noch einen anderen Aspekt. Ja? Nein, bitte. Also vorher ist mir noch was eingefallen, aber ich habe es leider vergessen. Ein anderer Aspekt, der mir noch eingefallen ist, weil Sie erwähnt haben, das Selbstbewusstsein in den Lohnverhandlungen. Und dass es um die Umverteilung auch der Arbeitseinkommen geht und das Selbstbewusstsein auch der Gewerkschaftsbewegung hier. Das Hauptproblem ist doch aber hier, dass immer mehr dieser Menschen, die in der digitalen Ökonomie auch tätig sind, sich ja selber als Unternehmer oder Unternehmerinnen sehen, als Selbstständige, als sogenannte Neuselbstständige. Das Segment des Arbeitsmarktes, für das sich die Gewerkschaft tatsächlich zuständig erklären kann, wird ja immer kleiner. Naja, bei einer Kollektivvertragsabdeckung von fast 100% erklären wir uns eigentlich für den gesamten Arbeitsmarkt zuständig. Aber und man muss auch sehen, dass mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Österreich arbeiten noch immer in Unternehmen, wo es Betriebsräte gibt. Aber Sie haben schon recht, es nehmen neue Formen der Beschäftigung zu, ob das jetzt Crowdworking ist, ob das Freelancing ist, ob das auch so eine gewisse, auch das natürlich auch wieder, der Martin hat es von dem Kongress hat das ja erzählt, sozusagen, so ein gewisses Mindset ist im Sinne des Neoliberalismus, ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Wenn man dann das erste Mal in den Burnout reinrennt oder doch einmal Urlaub haben will, merkt man, dass es vielleicht nicht alles so locker ist und immer mit 70 Stunden geht. Aber wir sehen schon, es nehmen neue Arbeitsformen zu und da gibt es sowohl in Österreich als auch auf europäischer Gewerkschaftsebene große Bestrebungen, dass man sagt, wir wollen jedem Menschen, der oder die durch Arbeit ihr Leben verdient, ein Mindestausmaß an Arbeitsrecht zugestehen, ein Mindestausmaß an Sozialrecht zugestehen und aber natürlich auch ein Mindestausmaß an Arbeitsverfassung zugestehen. Denn wenn Kleinunternehmen oder Ein-Personen-Unternehmen heute Kollektivvertrag verhandeln würden, würden sie dem europäischen Wettbewerbsrecht widersprechen, weil sie ja Kartellabsprachen machen. Das heißt, man muss diese Gruppen unbedingt ausnehmen und sagen, na, selbstverständlich muss es auch gelingen, für diese Gruppen ein Kollektivvertragsrecht zu machen, denn es geht immer um auch eben, es ist eben nicht nur die Verteilung von Vermögen, sondern es ist im Endeffekt die Verteilung von Macht und ein EPU, das einem großen Unternehmen gegenübersteht, ist nicht in einer sehr anderen Verhandlungsposition als ein Arbeitnehmer.
Nur weil bei Gehaltsverhandlungen reicht ja auch schon, dass die Drohung im Raum steht. Man könnte halt einfach dann gewisse Bereiche des Unternehmens schließen und auslagern und dann frei delegieren. Also das ist auch vollkommen richtig. Passiert täglich, ist auch nichts Neues. Ich glaube, auch hier muss man sehr gut schauen, wer erzählt uns diese Geschichten. Die Silicon Valley Managers sind sehr gut im Drohen mit der Massenarbeitslosigkeit und dass einfach in der digitalen Welt alle Arbeit verloren geht. Ich glaube, das ist eine ganz bewusste Angstmache, denn wer Angst um seinen Arbeitsplatz hat, traut sich nicht zu sagen, ich hätte gern mehr Lohn, ich hätte gern mehr Qualität in der Arbeit. Und von dem her muss man sehr, sehr genau schauen, geht wirklich so viel Arbeit verloren oder ist es nicht vielmehr ein ganz großer Transformationsprozess von einer Branche zur anderen, von einer Qualifikation zur anderen, von einer Tätigkeit zur anderen. Es entstehen auch neue Arbeitsplätze. Von dem her wäre sozusagen das Arbeitsmarktrisiko mit einer guten Arbeitszeitverkürzung wiederum ein Verteilungsthema. Wir verteilen Arbeit auf die Menschen viel gleichmäßiger als so, dass heute viele in Überstunden und viele in Arbeitslosigkeit sind. Kann man gut durch Arbeitszeitverkürzung besser verteilen. Und eben sehr bewusst sagen, Moment, so schnell ist es nicht mit der Arbeitslosigkeit und so groß ist die nicht, sondern so groß ist das Risiko nicht, sondern wir wollen besser bezahlte Arbeit haben. Mir ist jetzt wieder eingefallen. mir ist der Punkt eingefallen bei der Handlungsoption vom Staat, und so habe ich da an die Mariana Mazzucato gedacht, dass man eben auch so den Staat eigentlich viel vielleicht in diese Richtung stärker sehen müsste als Entrepreneurial State, wie sie es nennt, und das Buch, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, aber da geht es sehr stark darum, dass eigentlich der Staat sehr viel durch diese langfristigen Investitionen, die der Staat ermöglichen kann, durch das Kapital, das es ausschüttet, dass so der Staat eigentlich Innovationen immer begünstigt hat in der kürzeren Vergangenheit. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für die Handlungsoption des Staates, dass er halt nicht nur, so wie es quasi zurzeit der Fall ist, oder dass er eben nicht nur ex post eingreift und so die Verteilung und so weiter beeinflusst, sondern dass er schon vorher eingreift und durch aktives Agieren eben Innovationskraft überhaupt erst ermöglicht und die Rahmenbedingungen schafft, in denen Innovationen möglich sind. Dann muss man auch nicht über die Wertschöpfungsabgabe diskutieren, dass sie Innovationen hemmt. Also unternehmerischer Handeln, kann man das sagen? Sozusagen. Der Staat, ja. Ja. Wollten Sie noch dazu was sagen oder soll ich mal in die Runde schauen? Wer möchte sich beteiligen? Wer hat Einwände, Anregungen? Wir hätten auch ein Mikrofon für Sie. Gar niemand? Ja, bitte. Wo ist das Mikrofon? Da hinten. Ist wer so lieb und... Ja, guten Tag. Paul Pichler von der Forschungsabteilung hier der Österreichischen Nationalbank beziehungsweise auch vom Institut für Volkswirtschaftslehre der Uni Wien. Ich wollte eigentlich auf das Bezug nehmen, was die Frau Dr. Schleißler-Führer zuletzt gesagt hat, nämlich, dass man sich keine Sorgen machen sollte über verlorene Arbeitsplätze beziehungsweise auch über das Entstehen neuer Arbeitsplätze. Und ich würde gern von diesem Aspekt einen Bogen schlagen zu dem generellen Thema auch von Martin Schürz, dass wir zurückkehren in eine Welt des 19. Jahrhunderts. Beziehungsweise möchte ich sogar den Bogen weiterspannen und sagen, wir kehren zurück, wenn wir nicht gegensteuern, in eine Welt des Feudalismus. Ja? Ich glaube, das Problem ist nicht nur, dass wir versuchen müssen, die Einkommen besser umzuverteilen und das Vermögen besser umzuverteilen, sondern es wird sehr wichtig sein, zu schauen, dass wir breite Schichten der Bevölkerung sehr wohl im Erwerbsleben halten. Und hier möchte ich in erster Linie sagen, nicht nur im Erwerbsleben, sondern in den Produktionsprozessen halten. Ja.
also in den Sektoren, die Güter produzieren. Denn was wir beobachten ist, dass eben durch diese Innovationsprozesse, durch die Digitalisierung, Menschen aus dem Produktionsleben verdrängt werden und sehr wohl neue Jobs entstehen, das mag schon stimmen, aber diese Jobs entstehen typischerweise im Dienstleistungssektor und hier sehr stark im personenbezogenen Dienstleistungssektor. Also vom Personal Trainer bis zum Babysitter bis zum Uber-Fahrer. Ja? Das sind im Endeffekt Jobs, die sehr stark erinnern an Dienstboten. Ja? Also die Tätigkeit von früheren Dienstboten. Gleichzeitig werden Menschen, die sehr schlecht ausgebildet sind, unter Umständen durch die Digitalisierung komplett aus dem Arbeitslosen, also aus dem Arbeitsleben verdrängt und enden schon in einer sehr breiten Arbeitslosigkeit. Also das sind, wir haben wieder eine Bevölkerungsschicht, die im Endeffekt von Almosen der Gesellschaft leben müsste oder sollte. Ja? Und ich glaube schon, dass das Trends sind, die sehr stark sind und die durch ökonomische Mechanismen, durch die Superstar-Markets, durch die Winner-Takes-It-All-Mechanismen durchaus sehr verstärkt werden. Und hier reicht sicherlich nicht, einfach nur mit Steuern umzuverteilen, ja, sondern wir müssen aktiv durch steuernde Instrumente in die Produktionsprozesse eingreifen. Wir müssen schauen, dass diese Prozesse, die meiner Meinung nach schon, sobald sie losgetreten sind, zu einem gewissen Ergebnis führen werden, gestoppt werden. Ja. Und hier wird schon, ich bin auch durchaus Ihrer Meinung, dass das nicht unmöglich ist. Ja. Also, aber es wird mehr Eingreife in unsere Wirtschaft, in unser Gesellschaftsleben erfordern, als einfach nur diejenigen Eingriffe, die wir jetzt andenken über, sagen wir mal, Erbschaftssteuern und Co. Ja, ein wichtiger Einwand. Produktion zurückzuholen. Kann das gelingen? Ich glaube, dass das gerade Österreich und Deutschland genau gezeigt haben, dass ein starker Industriesektor in der Krise ganz wichtig ist und wir haben im europäischen Vergleich noch immer einen relativ hohen Produktionssektor. Aber das, was der Herr Pichler gesagt hat, ich stimme Ihnen zu und ich möchte auch sozusagen, sollte das so rübergekommen sein, ich sage nicht, wir müssen uns überhaupt keine Sorgen um Arbeitsplätze machen. Das meine ich nicht. Ich meine nur, dass diese Studien, es gehen 50%, 60% der Arbeitsplätze verloren, dass diese wohl eher überzogen sind und dass es mir mehr darum geht, dass wir genau auf die Qualität der Arbeit schauen, die entweder überbleibt oder die neu entsteht. Also auch das, was Sie gesagt haben, die Dienstbotengesellschaft, das ist sicherlich in keiner Weise die Vision, die ich in irgendeiner Weise haben will. Ich glaube, was man nur im Produktionsbereich schon sehen muss, ist, wir stellen einfach fest, dass es immer schwieriger wird, wirklich zwischen Produktion und dem Service-Sektor zu unterscheiden. Wir haben immer mehr hybride Modelle, sodass vielleicht in der Produktionshalle selbst am Werkstück sind es weniger Arbeitskräfte, aber wir sehen schon, dass in der Industrie in Österreich tendenziell in den Branchen wie im Metallbereich, im Maschinenbau steigt die Beschäftigung oder bleibt zumindest stabil, weil nämlich diese Beschäftigten eben von der Fabrikshalle dann stärker in die Richtung Datenanalyse, Qualitätsmanagement etc. gehen. Ja. Das heißt, die Industriebranche ist für mich weniger die ich groß in Gefahr sehe, als wo es wirklich große Schwierigkeiten gibt, ist in diesen Sektoren, die solche Intermediärsektoren sind. Also der Finanzbereich ist ein typischer Sektor, wo selbstverständlich neue Technologien auf einmal eine Peer-to-Peer-Beziehung ermöglichen, wo ich nicht jemanden dazwischen brauche, wo ich hingehe und der mir den Kredit vermittelt, sondern ich kann mir sozusagen den Kredit auch direkt im Internet irgendwo zusammensuchen, auch wenn das vielleicht qualitätsmäßig nicht das Gleiche ist, aber es ist sozusagen technologisch möglich. Das heißt, das sind die Sektoren, wo wir tatsächlich sehen, dass das Beschäftigung abgebaut wird. Und hier müssen wir unbedingt schauen, dass diese Kollegen und Kolleginnen bestmöglich in einen anderen Teil des Arbeitsmarktes gut transferiert werden, weil genau wie Sie gesagt haben, die Beschäftigungsfähigkeit und möglichst viele Menschen in guter Beschäftigung, in guter Arbeit zu halten, das muss das Ziel sein. Da noch ein Punkt eben auch zu den Industrieunternehmen. Im Zuge unserer Studie haben auch die Kollegen vom Ionium Research haben auch Interviews geführt mit Unternehmensvertretern eben auch in der Industrie
Und da war, hat sich zum Beispiel herauskristallisiert, dass quasi diese Prozesse und die, dass die eigentlich schon sozusagen ziemlich gut integriert sind, diese Prozesse eben in den Fabrikshallen stehen keine Menschen mehr, sondern das sind Roboter. Und das jetzt aber, der Unterschied ist halt jetzt der, dass nicht mehr, also so wie zu fordistischen Zeiten, dass jetzt nicht mehr quasi die Leute dann zu Maschinen bedienen werden, die nur noch Knöpfe drücken müssen und deswegen auch für gering qualifizierte Personen quasi möglich ist, sondern dass es vielmehr zu einer Verschiebung kommt, dass die Personen, die jetzt eben nicht mehr in der Fabrikshalle stehen müssen und montieren oder nicht mehr Knöpfe drücken müssen, die müssen jetzt viel komplexere Tätigkeiten ausführen. Und in diesen Unternehmen sieht man also quasi eine Verschiebung auf der Qualifikationsskala nach oben. Und das löst natürlich nicht das Problem mit den niedrig qualifizierten Personen. Und ich glaube eben auch, dass es da eine massive Verschiebung eben in Richtung der personalisierten Dienstleistungen gibt, die aber eben tendenziell schlechter entlohnt sind als andere Berufe, wodurch es dann natürlich auch zu einer Einkommensverschiebung kommt zwischen den Branchen. Aber eben ja, also ich sehe da auch das Problem, dass man irgendwie versuchen muss, die gering Qualifizierten quasi für andere Berufe vorzubereiten, sozusagen. Aber ich glaube, dass eben der Industriestandort, also wie es geheißen hat, würden wir nicht mitmachen bei der Digitalisierung und so, wären wir gar nicht mehr in Österreich, weil dann würde es sich gar nicht mehr auszahlen. Ich würde noch gern bleiben bei einem anderen Aspekt von dem, was Sie angesprochen haben, nämlich Sie haben jetzt das Wort Dienstleistungen aufgegriffen und Sie haben das Wort Dienstboten verwendet. Werden wir denn dann nicht über ganz neue Formen auch der Arbeitsorganisation nachdenken müssen? Also, weil nur jetzt, um beim Beispiel 24-Stunden-Pflege zum Beispiel zu bleiben. Ne? Also so ein Modell, wie wir es im Moment haben, kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ja? Aber das Problem zu ignorieren, dass wir mehr solche Dienstleistungen brauchen werden, wird es aber auch nicht sein. Das heißt, da haben wir doch ein Riesenfeld, wo man neue Strukturen, kommunale Einrichtungen in Verbund mit Selbstständigen, die sich vielleicht irgendwie genossenschaftlich zusammenschließen, da ist für mich noch ein großer Weißraum, ja, zwischen organisierten Angestelltenverhältnissen und völliger Selbstständigkeit und Rechtlosigkeit, wo wir unseren Gestaltungsspielraum scheint mir viel zu wenig ausnützen, sich dann neue Formen der Arbeitsorganisation zu überlegen. Oder liege ich da ganz falsch? Ich glaube, wir befinden uns in einer sich dauernd veränderten Welt. Auch das ist nichts Neues. Es ist vielleicht die Geschwindigkeit heute eine höhere als früher. Und genau wie Sie sagen, es entstehen eben auch neue Arbeitsformen, es entstehen neue Geschäftsmodelle, es könnten neue Technologien hier selbstverständlich auch positiv dazu beitragen, hier Bedarf von zu Pflegenden besser zusammenzubringen mit Pflegepersonal. Es können neue Technologien dazu führen, dass sich auch Pflegeteams besser untereinander vernetzen können. Muss es ja nicht immer nur darum gehen, dass mir eben in der Früh ein Handheld sagt, wo ich jetzt hinrennen soll und wie viele Minuten ich beim Klienten verbringen darf, sondern ich könnte diese Technologien auch zur besseren Vernetzung der Beschäftigten selber verwenden. Und wir als GPA haben jetzt auch vorgeschlagen, dass wir mal versuchen, in Unternehmen, also jetzt weniger jetzt im kommunalen Raum, sondern in Unternehmen mal über sogenannte Experimentierräume nachzudenken, denn genau wie Sie sagen, Arbeitsorganisation verändert sich. Und wir wissen nicht genau, was da passiert. Wir wissen auch nicht genau, ob die jetzigen Regelungen passen zu dem, was da passiert. Es ist aber sehr schwierig und sehr riskant zu sagen, na gut, dann lösen wir alle Regelungen auf und gehen einmal irgendwie fröhlich in die Zukunft, sondern wir sagen, definieren wir eine konkrete Fragestellung bezüglich beispielsweise einer neuen Arbeitsorganisation, also was heißen denn jetzt autonome Teams in der Pflege, in einem Produktionsunternehmen, definieren das gemeinsam mit dem Sozialpartner, lassen das wissenschaftlich begleiten, die Wissenschaftler werden sich freuen, da gibt es Aufträge. 2 Jahre lang schauen wir das uns befristet an, was passiert denn da, was heißt für die wirtschaftliche Performance, was heißt für die Beschäftigten, was heißt für die Klienten, wenn wir über den Sozialbereich nachdenken.
und haben dann nach 2 Jahren ein Ergebnis, okay, und unter Umständen müssen wir Regeln neu definieren oder wir haben vielleicht wirklich ein neues Geschäftsmodell gemeinsam entwickelt, das eben nicht einer rein neoliberalen Profitlogik entspricht, sondern das auch wirtschaftlichen Erfolg mit guter Arbeit verbindet. Ja, nur ein kurzer Anschluss daran, dazu müsste der Staat aber tatsächlich jetzt unternehmerisch tätig werden, indem er zum Beispiel der Wissenschaft Aufträge gibt, ja, und das also proaktiv auch betreibt. Das können die Sozialpartner auch. Ja? Mhm. Bekommen Sie solche Aufträge in der Wissenschaft? Zum Teil. Schon, tatsächlich. Gut, okay, bitte. Danke, Sibylle. Ich möchte Paul Bichler vollkommen zustimmen, also das ist ganz richtig und der Wert der Arbeit in der heutigen Zeit, wenn ich das beobachte, und da sehe ich ganz beunruhigende Entwicklungen. Wenn man sich jetzt anschaut, Goldman Sachs, die haben 9000 IT-Programmierer, damit mehr als manche kalifornischen IT-Giganten. Also mehr, weil sie ganz stark auf die IT, auf die Programmierung setzen, auf die Digitalisierung, um für die wenigen Mitarbeiter, die sie dann haben, oder immer noch sehr viele, aber noch mehr Lohn rauszuholen. Also die werden noch mehr und mehr verdienen. Und da kommt eben, weil gerade in der Finanzbranche, in den Finanzdienstleistungen kann ich fast alles digital darstellen, da braucht man weniger Mitarbeiter. Also die verdienen wahnsinnig viel. Und dann schmerzt es mich ganz besonders, wenn ich mit beispielsweise mit den Kindergärtnerinnen spreche und dann frage ich sie wirklich direkt, wie viel verdienen sie, und das ist sehr wenig. Aber mit einer großen Begeisterung schildern sie mir, wie sie dann die Kinder vor mit Programmierkursen, mit Archäologiekursen oder Spaß an der Mathematik versuchen, das Interesse zu wecken für die MINT-Fächer, für die Wissenschaft, und aber gleichzeitig so wenig Lohn haben, aber für unsere Gesellschaft so wichtig sind. Und das ist wirklich eine traurige Entwicklung und da muss was gemacht werden. Im Bereich jetzt der Kindergärtnerin, der Schulen, der Altenpflege, das macht ja den Wert einer Gesellschaft aus und nicht nur das Anhäufen von Vermögen. Danke. Möchten noch wer? Möchten Sie darauf Bezug nehmen? Ich schweige, weil ich an und für sich zu düstere Gedanken zur Zukunft habe und nicht stören will dazu. Die öffentliche Hand muss, wenn sie solche Dinge macht, muss sie eine Kasse haben, wo was drin ist, ja, mit der sie das zahlen, ja, kann. Ne? Mich beschäftigt, wie dem Paul Bichler, diese Frage Refeudalisierung, neue Feudalisierung, das sind die Fragen, die mich umtreiben, aber ich komme da zu keinem hoffnungsvollen Ende. Ja. Ja, also ich kann nur beim Optimismus bleiben, dass wir uns gemeinsam entscheiden müssen, wollen wir in die Richtung neoliberal-digital oder wollen wir in die Richtung sozial-digital gehen. Und wenn wir, es ist ja nicht so, dass die Digitalisierung ein Ziel ist. Ja? Wir tun immer so, als ob es irgendwie, wir müssen jetzt alle in die Digitalisierung gehen. Die Digitalisierung ist ein technologisches Instrument, das wir uns zunutze machen müssen, um in eine Richtung zu gehen, wo selbstverständlich, was die Birgit gesagt hat, die Arbeitswertdiskussion, auch das ist nicht erst eine des 21. Jahrhunderts. Es war schon immer ein Riesenproblem, dass ein Investmentbanker viel mehr verdient als eine Krankenschwester. Es ist absurd. Ja, da können wir immer nur wieder dagegen ankämpfen und es genau thematisieren, wie du es gesagt hast. Und wir müssen auch thematisieren, dass in dieser digitalen Welt, in dieser Welt des 21. Jahrhunderts, nicht nur die Medienkompetenzen die einzig wichtigen und richtigen sind. Sie werden notwendig sein und es ist auch wichtig, dass die Kinder das auch wirklich lernen. Sie müssen aber genauso soziale Kompetenzen lernen, sie müssen interkulturelle Kompetenzen lernen und das unter Umständen viel mehr als in einer tayloristisch hierarchisierten Welt, weil man heute viel mehr in Projekten, in Netzwerken, unter Umständen über Unternehmensgrenzen hinweg mit Kommunen, mit anderen Unternehmen, mit Selbstständigen, wie auch immer, zusammenarbeiten muss. Das heißt, man muss deutlich flexibler auch in seinem sozialen Verhalten sein und besser lernen, mit Veränderung umzugehen. Das sind alles solche soften Kompetenzen, die müssten die Kinder genauso lernen. Und da ist es ganz wichtig, dass die Kindergartenpädagoginnen das den Kindern auch mitgeben. Und daher
also aus meiner Sicht sollten Kindergartenpädagoginnen und Krankenschwestern und etc. deutlich mehr verdienen als der Investmentbanker. Aber da bin ich halt nur eine Stimme, aber ich werde sie immer wieder optimistisch heben. Okay, wer möchte noch? Ja, bitte. Silgona, Österreichische Nationalbank. Ich würde gern noch einen anderen Aspekt von Verteilungsfragen aufbringen, nämlich die Frage der regionalen Verteilung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Digitalisierung auch eine große Chance bedeutet, im Sinn von, dass früher Regionen, die in Vergessenheit geraten sind oder wo Industrie abgezogen ist, heute durchaus die Möglichkeit eröffnen, dass jemand dort dezentral sitzt und von dort Arbeiten erledigt. Ja, ich erlebe das allein bei uns in der Nationalbank, dass es Kollegen gibt, die 1,5 Stunden weit weg wohnen und 2 Tage von dort arbeiten und dann nur für den Rest der Woche nach Wien pendeln. Ich erlebe das, dass ich im Internet etwas bestelle und da mit jemandem verhandle, der an einem Ort sitzt, den ich überhaupt noch nie gehört habe, ja? Der vielleicht in einem umgebauten Bauernhof sein kleines Business aufmacht. Ja? Das ist ja auch ein Verteilungsaspekt. Früher musste man in die Ballungszentren ziehen, um sich an der Industrie beteiligen zu können, weil dort hat Industrie stattgefunden. Jetzt ist das vielleicht eine ganz andere Situation. Vielleicht wollen Sie dazu noch etwas sagen. Ja, ein ganz wichtiger Punkt auch, richtig. Jeder kann teilnehmen, egal wo. Ja, ja, ich würde das gar nicht nur so auf regionaler Ebene, sondern auch auf globaler Ebene sehen. Gerade nämlich die viel zitierten Programmierer, selbst die werden extrem outgesourced von Unternehmen. Also das Sitzen, es kommt einem Unternehmen günstiger. Du hast 10 Programmierer in Indien und die programmieren für dich, als du bezahlst einen einzigen österreichischen Programmierer, der das vielleicht sogar besser könnte als die 10 Programmierer in Indien. Und das heißt also, ich meine, Sie haben das jetzt sehr positiv beschrieben, Sie haben es als positiv beschrieben. Na, also ja, das sehe ich eh ähnlich, dass es da sicher auch diese Möglichkeiten gibt, aber ich finde, dass es wahrscheinlich auf globaler Ebene schwerwiegender fällt, dass man hier auch noch eine zusätzliche Outsourcing-Komponente hat, dass man eben nicht nur outsourced über Standort, sondern einfach auch schon menschliche Arbeitskraft, weil sie eben digital passiert, outsourcen kann. Aber ich glaube, was die Kollegin meint, ist ja nicht nur Outsourcing von bereits bestehenden Tätigkeiten in Unternehmen, sondern es sind tatsächlich neue Geschäftsfelder, die sich da erschließen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man auf eBay ab und zu mal irgendwas kauft, das kommt meistens aus irgendwelchen Kaffs in der ostdeutschen Provinz, wo wahrscheinlich einmal früher eine Fabrik gestanden ist in der DDR, jetzt schon lang nichts mehr. Die Leute haben große Häuser, haben viel Zeit und häufen machen halt einen dann Versand für Blockflöten irgendwo im Dorf. Die hätte es sonst wahrscheinlich nicht gegeben. Ich glaube, die Diskussion ist genau sozusagen ein Beispiel dafür, es geht so oder so. Und wenn die Menschen, die dezentral da eben übers Internet regional zuarbeiten, was unter Umständen auch ökologisch positive Effekte hat, weil weniger Verkehr notwendig ist, wenn diese Menschen unter guten Arbeitsbedingungen leben und nicht einfach nur im ostdeutschen Bauernhof ein schlecht bezahlter Clickworker sind, sondern damit sich wirklich eben ein selbstbestimmt mit guter Arbeit ein Auskommen sichern können, wunderbar. Und dann sage ich eben, dass diese Technologie dazu führt, dass es besser wird. Wenn es aber dazu führt, dass Lohndumping auf das Mieseste betrieben wird, indem benachteiligte globale Regionen ausgenützt werden und hier qualifizierte Arbeit dadurch bedroht wird, dann ist es negativ. Ist aber eben auch wieder nicht der Computer per se, sondern ist das Geschäftsmodell, was ich darauf aufbaue. So, möchte noch jemand? Jetzt wäre Ihre letzte Chance. Wenn gar nichts, dann möchte ich abschließend noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der mehrmals heute gefallen ist, nämlich die Daten und die wissenschaftliche Grundlage für politisches Handeln. Sie haben am Anfang erwähnt, die Datenlage ist ganz schlecht,
was Reichtum und Vermögen betrifft. Sie haben erwähnt, wer die Daten hat, das sind die großen internationalen Konzerne, nämlich Facebook hat die Daten, aber der Staat hat sie nicht. Was machen wir da? Was müsste da passieren, damit Handeln auf Grundlage von Wissen überhaupt einmal möglich ist? Ja, meines Erachtens steckt ja eine, das habe ich zu argumentieren gesucht, steckt ja Intention dahinter, dass es diese Daten nicht gibt. Das ist ja nicht zufällig, dass man das vergessen hat, bevor wir mit unseren Daten zur Vermögensungleichheit in Österreich gekommen sind, hat man so getan, als gäbe es Vermögensfragen nicht, sondern hat immer nur über Einkommen gesprochen. Und da konnte man einfach so tun, naja, wir haben einen sozialpartnerschaftlichen, institutionellen Rahmen, Österreich ist sehr egalitär. Das war die Erwartung, ja. Dass dem nicht so ist, man dann belegt, ohne die Reichen drin, überhaupt drinnen zu haben. Trotzdem gab es einen Aufschrei, dass das übertrieben ist und alles konnte nicht übertrieben sein, sondern es war immer Untererfassung. Und was ich dabei bei diesen Daten immer feststelle, ist, die sind ja teilweise nicht gewollt, weil sie reichen ja zumeist nur zur Empörungsabfuhr, ja. Also sie werden auch so gespielt, also das waren Anrufe, wie viele Millionäre gibt es in Österreich, also auf dieser Seriositätsebene, da will man ja nur kurz eine Zahl reinwerfen, ja? Da will man nur kurz sagen, so viel wie in einen Bus passen, haben so viel wie die untere Hälfte der Welt, ja, bumm. Aber in Wirklichkeit beginne es dann, warum haben die so viel? Woher kommt es? Was tun die damit? All das würde erst anfangen, ja? Und mir kommt halt vor, man begnügt sich damit, dass man irgendwelche Zahlen hat und das engt dann die Perspektive ein. Also wenn ich auf Digitalisierung schaue und sage, gut, wir haben uns unselbstständigen Einkommen angeschaut, ja, Daten, um daran zu wissen, dann bin ich datengeleitet zu einer Engführung unterwegs, ja, und das prägt dann den Diskurs nachher, ja, indem ich sofort war man wieder bei der Krankenschwester und dem Investmentbanker, ja, das war für mich so, das ist für mich immer das, total ungerecht und dem Investmentbanker gehört es weggenommen, klar. Nur das wichtigere Thema ist ja, man redet nie von einem maximalen Vermögen, man redet nie davon, wie die Gesellschaft in den Grund, also wenn man auch Predistribution bei Einkommen, auch das bin ich dafür, aber reden tut man nicht über die Eigentumsverhältnisse. Also man hat so viele Tabus im Kopf und da ist es für mich ganz, ganz realistisch gesprochen, es ist einfach wenig überraschend, dass man so wenig weiß und wie mühsam es ist, ein bisschen was zu wissen. Das hat mit Machtverhältnissen in der Gesellschaft zu tun. Würde Facebook und Amazon das alles wissen, was der Staat nicht weiß? Wenn man fragen würde oder wenn man eine Möglichkeit hätte, es abzuschöpfen? Ich glaube, wir müssen ja sehr gut unterscheiden zwischen Daten und Wissen. Weil es gibt, das ist auch so ein Mythos, dass in dieser Datenökonomie, das sind jetzt die objektiven Daten und entweder kann man sie abschöpfen oder auch nicht. Die Datenökonomie ist nicht sehr objektiv. Die Datenökonomie nimmt all die Beobachtungen, die sie aus der realen Welt sieht, mit all ihren bösen und schlechten Seiten, mit all ihren Vorurteilen und so weiter und macht daraus Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Das führt dann dazu, ich habe das Beispiel schon oft gebracht, dass wenn ich für meine kleine Nichte ein Geschenk suche, dann wird mir natürlich vom Internet irgendein Lilifee-Schaß angeboten und nicht ein Matador, weil es statistisch unwahrscheinlich ist, dass kleine Mädchen gerne mit Matador spielen. Ja. Also das muss man schon immer sehen, was für Biase und Vorurteile bereits in den Daten drinnen sind. Und wir müssen auch sehen, was all diese Google, Facebook eigentlich mit sozusagen Daten, Informationen, Wissen machen. Denn die Philosophie ist ja folgende. Für die Suchmaschine Google ist die Information 2 und 2 ist 4 genau gleichwertig wie die Information 2 und 2 ist 5. Denn sie unterscheiden nicht zwischen wahr und falsch, sondern nur, das ist eine Information. Und das wird dann höher gerankt und sollte aus irgendeinem Grund, weil es gerade lustig ist, die Gesellschaft jetzt höher ranken, 2 und 2 ist 5, dann finden sie das als Ergebnis im Internet. Also das ist nicht unbedingt, hat nicht etwas mit Wahrheit und Falsch zu tun, sondern mit den Machtverhältnissen, mit den Mehrheiten etc. Und insofern, was man dagegen tun kann, ist natürlich dringend darauf zu schauen, dass es eine Neutralität der Suchmaschinen gibt, dass es Open Source gibt, dass es Open Data gibt, damit wir möglichst und vor allem auch die
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen guten Zugang zu möglichst vielen Daten haben und Daten dürfen nicht monopolisiert werden. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt auch in dieser gesamten Verteilungsdebatte. Wollen Sie da noch was hinzufügen oder lassen wir es dabei stehen? Was ich hinzufügen wollte, so was Amazon und Facebook quasi besser wissen als die Nationalbank. Der Unterschied ist halt ist der, dass wir als Konsumenten von Facebook, Google und so weiter, wir füttern die mit Daten, ohne zu hinterfragen, was wir da machen. Und sobald aber da HFCS daherkommt, da denkt man dann auf einmal nach, weiß ich nicht, was gebe ich jetzt an? Vielleicht muss ich dann irgendwas versteuern oder keine Ahnung, warum die Menschen ihr Vermögen nicht preisgeben wollen und abgesehen von der Stichprobe. Und das ist, glaube ich, einfach der Hauptunterschied. Beim einen hinterfragen die Menschen gar nicht, was sie eigentlich alles preisgeben, und beim HFCS oder Mikrozensus oder Ähnlichem wird dann schon nachgedacht, wenn sie die Fragen schwarz auf weiß sind. Vielleicht sollte man den HFCS über ein Facebook-Tool installieren. Gute Ahnung, obwohl es eigentlich jetzt auch ein bisschen ein bedenklicher Befund ist, dass man Facebook mehr vertraut als dem Mikrozensus, ne? Man versteht es nur nicht, glaube ich. Man versteht es einfach nicht, womit Facebook sein Geld macht. Man glaubt, also wenn man mit Leuten redet, die glauben ja wirklich, die machen das aus Non-Profit-Gründen. Sie machen das, weil sie so gute Menschen sind und deswegen bieten sie einem die soziale Plattform an. Oder Google macht das gratis. Die Leute hinterfragen einfach nicht, dass Google nichts gratis macht und ihre Suchmaschine ihnen extrem viel Geld einbringt. Und jede Suchanfrage bringt ihnen Geld, jeder Klick bringt ihnen Geld. Und ich glaube, das wird einfach nicht hinterfragt. Martin Schütz, was nehmen Sie mit aus dem, was wir jetzt hier gesprochen haben? Viel Hoffnung. Pessimismus in der Analyse und Optimismus für zukünftiges Handeln. Ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass man Sachen, auch wenn es aussichtslos scheint, nicht akzeptiert und dass man, egal wo man steht, dass man was tut. Also ich habe mit Freuden das letzte Buch von Noam Chomsky, ein Drehbuch, gelesen zu Wealth Concentration, was Vermögenskonzentration und Prinzipien dazu, und auch er ist völlig negativ in seinem aktuell zeitdiagnostischen Befund. Und für die Aussicht, für seine Kinder auch ganz skeptisch, wie das werden wird, was das für eine Welt werden wird. Aber er sagt, die sozialen Bewegungen, die es gibt, die sind immer durchs Handeln von unbekannten Leuten, die in ihrem Kontext was tun, unterstützt worden. Und wenn nicht mehr zu haben ist, das ist auf jeden Fall zu haben. Ja, wunderbar. Mir ist nur ein Gedanke ist mir noch hängen geblieben, weil Sie das Wort Matador erwähnt haben. Das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass ein kleine private Initiative, das wieder belebt hat, und das wird, glaube ich, auch mittlerweile online vertrieben. Das heißt, gerade Matador ist im Gegensatz zu Lilifee, ja, glaube ich, ein Beispiel für eine Innovation, die mit digitaler Hilfe wieder groß geworden ist. Ja, da würde ich es gern stehen lassen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Die schwierige Aufgabe, all diese losen Fäden hier zusammenzuführen und in eine optimistische Handlungsanleitung für die Zukunft zu übersetzen, liegt jetzt bei Wolfgang Katzian. Ich bitte Sie um Ihre abschließenden Worte. Ich mache das einmal zu, dass ich meinen Zettel hören kann. Ist das okay? Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zuerst bedanken bei dir fürs Referat, bei Ihnen fürs Moderieren, bei euch allen für die intensive Diskussion. Und es ist in der Tat so, dass mit Fortdauer der Diskussion man sich schon die Frage gestellt hat, wie fatalistisch ist das Ganze jetzt da und was sind sozusagen mögliche Ansätze für die Zukunft. Und ich glaube ja, dass es so ist, wenn Befunde über zukünftige Einschätzungen noch dazu von vielen Personen in eine ähnliche Richtung gehen und diese Befunde nicht sehr optimistisch sind, man sozusagen dann irgendwie mit dem Rücken an der Wand steht und nicht so genau weiß, wie könnte es jetzt weitergehen, dass es ja eh nicht sehr viele Möglichkeiten gibt für Menschen, die etwas verändern wollen. Weil die eine Möglichkeit ist, nichts zu tun und sie quasi zum Sterben hinzulegen. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, okay, schauen wir heute halt in diesem großen Knäuel an Möglichkeiten, wo ist ein Faden
wo man anzahlen kann und was tun kann. Und meine mittlerweile auch schon einige Jahrzehnte gehende politische Erfahrung ist, dass immer dann, wenn aus einer Problemstellung heraus das maximal aufgeblasen wird und maximal überhöht wird und von einem Problem viele, viele globale Probleme draußen stehen, dass das der Garant dafür ist, dass sich nichts ändert. Und wir müssen daher versuchen, so schwer das ist, das herunterzubrechen auf Pakete, die wir auch bearbeiten können, politisch, gesellschaftlich, im Wissen, dass es ein unfertiges Paket ist und auch im Wissen, dass die große Gesamtlösung mit einem Wurf in Anbetracht der aktuellen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen nicht geht. Ich glaube, das muss man im Moment zur Kenntnis nehmen, auch wenn man es sich wünscht. Das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte, was im Herzen drinnen brennt und man sich wünscht. Wir brauchen für jeden Veränderungsprozess am Ende des Tages eine möglichst breite demokratische Mehrheit, auch eine parlamentarische Mehrheit. Und was dort nicht möglich ist, wird mit ein bisschen Druck von der Straße, vom sozialen Umfeld schon noch möglich sein. Aber der große Wurf, der wird nicht gelingen, wenn es nicht dafür auch entsprechende Rahmenbedingungen gibt. Was tun? Ist eine Frage, die oft in der Geschichte gestellt wurde. Und ich möchte, ich habe jetzt nicht die geschlossene Zusammenfassung, ich glaube, das ist auch nicht die Erwartungshaltung, das kann ich ja nicht machen. Ich möchte versuchen, zu einigen Punkten, die aufgeworfen sind, vielleicht ein Blitzlicht dazuzustellen oder die besonders herauszuholen und dann doch ein paar Dinge noch sagen, wo ich glaube, dass wir als Gewerkschaften uns auch entsprechend auf die Reise machen müssen, beziehungsweise eine Reise, die wir schon begonnen haben, auch entsprechend fortsetzen müssen. Eine der Fragen war, was macht den Staat so hilflos? Und das ist ja auch diskutiert worden. Und ich glaube, die Hilflosigkeit gegenüber diesen Entwicklungen, die wir heute diskutiert haben, die hängt ja auch damit zusammen, dass unter Anführungszeichen der Staat oder auch die Staaten oder auch, kann man weiter abstrahieren auf die Europäische Union, ja schon vor längerer Zeit begonnen haben, sich aus der Gestaltung zu verabschieden und de facto das Marktmodell, die Marktgläubigkeit und alles, was damit zusammenhängt, zu übernehmen. Da gibt es viele Befunde dafür. Und wenn wir erwarten als Gesellschaft, dass der Staat sozusagen Entwicklungen, die passieren, nicht einfach zulässt, sondern auch eingreift und dagegen hält, dann wird das nur funktionieren, wenn man sich von dieser reinen Marktlogik verabschiedet. Und zwar braucht es das meiner Meinung nach auf europäischer Ebene. Darum ist es wichtig, den Diskurs auch europäisch und nicht nur national zu führen. Aber, wie ich schon zuerst gesagt habe, es braucht dafür auch breite demokratische Mehrheit. Und da habe ich mich erinnert, die Agnes war dabei, wir haben vor einigen Wochen eine Diskussion gehabt über die Zukunft der Kommunikation, die Zukunft der Medien und haben uns auch, weil wir ja die Gewerkschaft sind, die Journalistinnen und Journalisten und Medienmitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreut und haben uns auch geschaut, wie sich das Medienverhalten in der Gesellschaft ändert, weltweit, und auch wie sich die Art und Weise, wie Medien selbst agieren, ändert. Und wenn man diesen Veränderungsprozess, den ich jetzt nicht schildern kann, weil das war ein halbtägiger Workshop, ja, aber wenn man diesen Veränderungsprozess, der in der Welt der Kommunikation stattfindet und der auch wieder ganz oben sehr viel an Vermögen und Reichtum produziert, in Bezug setzt zu den Dingen, die der Martin jetzt präsentiert hat und die wir jetzt diskutiert haben, dann glaube ich, ist schon einer der Zusammenhänge, warum auch diese möglichst breite demokratische Mehrheit, die wir für Veränderungsprozesse brauchen, nicht da ist oder schwer zu bekommen ist, weil natürlich diejenigen, die letztlich darüber bestimmen, was Kommunikation ausmacht und wie Kommunikation funktioniert, was wir lesen, was wir hören, was wir zum Gesicht bekommen, die Eigentümer dieser Strukturen gar kein Interesse daran haben, dass es eine breite demokratische Mehrheit gibt, die das Marktmodell in Frage stellt.
Und die Agnes hat ja schon auch herausgearbeitet, die Digitalisierung an sich als technisches Werkzeug ist überhaupt kein Problem. Das Problem sind die Geschäftsmodelle, die daraus entstehen. Und das sind Geschäftsmodelle, die weiter Marktmacht generieren. Und wenn heute zum Beispiel die ganze Debatte rund um Teaser eine ist, die sozusagen in der ganzen Diskussion um TTIP und CETA untergegangen ist, dann geht es ja da nur vermeintlich um die Dienstleistungsfreiheit. Der wahre Hintergrund von dieser sind die Daten. Es geht darum, Daten weltweit und ohne irgendwelche Einschränkungen und sonstige Dinge mehr herumzuschieben. Und einer der Gründe, warum sehr viele Silicon Valley-Unternehmer den Herrn Trump nicht mögen, ist, dass der gesagt hat, über dieser verhandelt er nicht weiter, das interessiert ihm nicht. Weil sie genau dieses Teaser brauchen, um sozusagen die nächsten Etappen zu zünden in Richtung weiterer Entwicklung von bestimmten Geschäftsmodellen. Und ich halte das daher für sehr, sehr wichtig, dass wir uns weiterhin bei solchen Entwicklungen und auch bei solchen Debatten wie um Freihandel, um sogenannte Freihandelsabkommen, weil das dann mittlerweile viel, viel mehr als Freihandelsabkommen, dass wir uns da einmischen als Gewerkschaften und auch als Gesellschaft und da klipp und klar sagen, wenn sich etwas in die falsche Richtung entwickelt, dass wir dem nicht zustimmen und dass wir dagegen auch entsprechend mobilisieren. Wenn diese großen Unternehmen in dem Silicon Valley an Daten interessiert sind, so zum einen, weil sie natürlich die Daten brauchen, weil Facebook, Google und Co. funktionieren und die Algorithmen, die dahinter liegen, funktionieren halt nur, wenn es die entsprechenden Daten dafür gibt, aber ich glaube auch, weil sozusagen diese Daten dann auch die Grundlage sind, noch globaler und andere, also weitere und andere Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und zu fahren als die jetzt. Und wir haben immer wieder Uber als Beispiel, als eine Plattform. Uber ist ja nicht ein Taxiunternehmen, es ist eine Plattform, die selbst keine Autos hat. Airbnb ist eine Plattform, die selbst keine Hotels oder Unterkünfte hat. Und ich glaube, dass wir auf dem Weg noch stärker in diese Plattformgesellschaft sind. Die Automobilindustrie fährt längst ihre Rechenmodelle darüber, wie wird es sein, wenn Menschen keine Autos mehr kaufen. Also man geht eigentlich schon davon aus in den internen Rechenmodellen, dass der Autokauf, wo sich ein Einzelner für sich selbst ein Auto kauft, dass das eher was ist, was retro ist und der Vergangenheit angehört. Es geht aber auch nicht um Leasen, sondern es geht um bedarfsorientiertes Mieten. Ich hole mir dann ein Auto über meine App, wenn ich eins brauche. Und nicht, damit es zwei Tage, drei Tage, vier Tage in der Woche in der Garage oder sonst irgendwo steht, sondern wenn ich eins brauche, kommt es. Ich kann sagen, ob ich ein kleines brauche, weil ich in die Stadt fahre und einen Parkplatz brauche, oder aber ein großes, weil ich einkaufen fahre und viel einladen muss. Die Dinge sind nicht irgendwie so Captain Kirk-mäßige Zukunft, sondern das ist das, was real bereits ausgearbeitet wird und wo es auch die entsprechenden Geschäftsmodelle gibt. Was ich sehr spannend gefunden habe in der Diskussion, war der Hinweis, dass der Staat durch die Möglichkeit, auch Dinge langfristig zu finanzieren, also bewusst auch Schulden zu machen für langfristige Finanzierungen, dass er damit Innovation schafft. Das ist, glaube ich, also für mich zumindest sehr gut herausgekommen. Und wenn man daher haben will, dass der Staat das tut und gleichzeitig aber sagt, Schuldenbremse, 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 wir dürfen nicht mehr Geld aufnehmen, um zu investieren, dann wird das entweder verunmöglicht oder man geht dann her und sagt, naja, gleichzeitig kommt ja dann das Postulat des Sparens und man sagt, okay, wir brauchen schon das Geld, um diese Innovationen voranzutreiben, aber keine neuen Steuern unter Anführungszeichen und daher müssen wir sparen. Und wenn man spart und wenn wir hören, mit Sparen geht das alles gut, müssen wir immer auch die Frage stellen, wo? Und ich habe die Frage gestern im Parlament wieder gestellt und keine Antwort bekommen. Ich stelle die Frage bei vielen Diskussionen immer wieder. Ich kriege Nebelgranaten
wo halt so sehr allgemein dargestellt wird, in der Verwaltung müsste man doch sparen und sonstiges mehr. Und auch gestern ist in der Diskussion gesagt worden, also die Pensionen, das ist alles steuer und nicht mehr finanzierbar. Das Gesundheitswesen ist zu teuer und nicht mehr finanzierbar. Und wenn ich dann frage, okay, ihr wollt sparen, konkret, wo? Dann ist meistens öher und dann kriegt man keine klaren Antworten darüber, wo denn tatsächlich eingespart werden soll. Und um dann diese staatliche Ebene abzuschließen, eines, glaube ich, ist ganz wichtig, das haben wir in der GPADJB mehrfach formuliert und das ist auch jetzt für mich in der Diskussion hier sehr gut zutage getreten. Die Frage ist ja, wenn wir über die Struktur auch einer zukünftigen Gesellschaft sprechen und die Vision vor Augen haben, dass es auch gelingt, zumindest in Ansätzen diesen vorhandenen Reichtum und diese großen Vermögen anzuknappern und anders zu verteilen, zumindest für einen Teil, in welche Richtung tut man das und in welche Richtung findet auch Innovation statt. Und da glaube ich, müssen wir auch sehr darauf schauen, dass ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden, um in die Bereiche zu investieren, wo wir auch aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung einen besonders hohen Bedarf haben in der Zukunft. Das ist die Pflege, das ist der ganze Bereich von sozialen Diensten in seiner unterschiedlichsten Form. Ich könnte da sehr lange auch darüber sprechen, weil wir die Kolleginnen und Kollegen, die dort beschäftigt sind, auch organisieren in unserer Gewerkschaft, weil wir wissen, unter welchen Belastungen die stehen, weil wir wissen, dass es einfach insgesamt zu wenig Geld gibt und dass das auch für viele, die heute noch nicht betroffen sind, weil sie nicht pflegebedürftig sind, aber die vielleicht alte Eltern haben, die im Umfeld merken, wie schwierig das alles ist, das Leben zu organisieren, wenn man betroffen ist, glaube ich, ein ganz klares Ziel auch von Umverteilung und von Verteilungsansätzen ist, gerade in diesen Bereichen, die heute unterversorgt sind, die Gelder hin zu verteilen. Aber die Voraussetzung, damit das geschehen kann, ist, dass man sich zu einem Sozialstaat bekennt. Und wenn man sozusagen die pessimistische Einschätzung fortschreibt, dann muss man, glaube ich, schon auch sehen, dass es viele gibt, die sich eigentlich verabschieden vom Sozialstaat im politischen Diskurs. Das ist das, was mir ein bisschen verzagt macht und fertig macht, auch im aktuellen Wahlkampf, weil so Behauptungen und Mythen dann immer aufgestellt werden und wenn man die oft genug wiederholt und mit irgendwelchen Geschichten in den sozialen Netzwerken noch verbindet, die relativ gut eingingen und geglaubt werden. Also dieser Mythos von der Unfinanzierbarkeit der Pensionen. Ist ja immer eine Frage, wie man sich die Dinge anschaut. Also ich lebe ja, seit ich politisch tätig bin, mit der Tatsache, dass ich selbst dieser Babyboomer-Generation angehöre und mir schon gesagt worden ist als Jugendlicher, wenn du einmal in Pension gehst, für die wird es nicht mehr reichen, du wirst keine Pension mehr kriegen. Und jetzt bin ich schon 60, es gibt immer noch ein Pensionssystem, also die Chance lebt, würde ich sagen. Aber natürlich ist es so, wenn ich ausschließlich auf der Frage der Altersstruktur der Gesellschaft der Pensionsdebatte führe und nicht eine Relation zum BIP herstelle oder zu irgendwelchen anderen Dingen, die auch relevant sind, dann ist das klar. Dann muss man sagen, naja, irgendwann sind das so viel und das geht sich nicht mehr aus. Und das stimmt natürlich nicht, das geht sich nach wie vor schon aus. Und wenn wir eine Pensionsdebatte über die Zukunft führen und die Pensionen sind ein wichtiger Teil des Sozialstaates, dann glaube ich, muss man sich auch die Frage stellen, wie wir die Finanzierung der Pensionen in Zukunft in Verbindung setzen mit dem Thema, das hier auch aufgeworfen wurde, nämlich bleiben wir weiterhin sehr eng an der ganzen Thematik der Finanzierung über den Faktor Arbeit. Oder braucht es dazu etwas anderes, was aber nicht heißen muss, kapitalgedeckte Systeme? Die Diskussion zu führen, wird uns auch als Gewerkschaften nicht erspart bleiben. Ich glaube, wir müssen sie führen.
aber ich möchte sie nicht so führen, wie sie jetzt gerade wieder begonnen wird, indem man sagt, das umlagenfinanzierte System kommt an seine Grenzen, also wenn es ja wer positiv formuliert, und daher braucht es zusätzliche Säulen, die aber letztlich davon abhängen, ob du das leisten kannst oder nicht. Die Frage ist auch da, welche Rolle können Gewerkschaften etwa in der Kollektivvertragspolitik spielen? Da gibt es ja große Erwartungen. Pensionskassen sagen uns immer, ihr müsst es in die Kollektivverträge verankern. Das ist dann praktisch ein festgeschriebenes Geschäft für die Zukunft. Die Frage ist ja immer nur, was verankert man in den Kollektivverträgen? Nämlich zum einen, was wird eingezahlt und zum anderen, was soll rauskommen? Da kann man schon darüber diskutieren, aber wenn man dann ins Detail geht, merkt man schnell, dass auf der Seite was rauskommen soll und wie man das absichert, weil dahinter ja kapitalgedeckte Systeme stehen, die Bereitschaft, sich da zu committen für bestimmte Beträge oder bestimmte Leistungen, eine sehr, sehr geringe ist. Ich glaube daher, dass wir auch schauen müssen, wer kann was in der Gesellschaft tun, um an diesen Veränderungsprozessen mitzuwirken. Wir fühlen uns zwar für sehr vieles zuständig, wir können auch viel machen, aber wir werden die Welt allein nicht verändern, als Gewerkschaften insgesamt und auch nicht als GPA, DJB. Was wir tun können, ist, dass wir einen Beitrag zum Diskurs leisten, dass wir uns nicht fürchten davor, auch eine Diskussion zu führen, wo wir in der Minderheit sind, dass wir auch in die diskutorische Auseinandersetzung gehen, wenn wir wissen, das Match werden wir vielleicht irgendwo nicht gewinnen, einfach auch Rückgrat zu haben, Haltung zu zeigen, dagegen zu halten und versuchen, auf der Basis von Fakten Diskussionen zu führen, was in einer Gesellschaft, die sehr stark von sozialen Medien getrieben wird, sehr schwer ist. Ich habe gestern in der Nacht ein interessantes Interview gesehen mit dem Außenminister oder der Außensprecher von CNN. Und der hat irgendwie gesagt, wenn Medien mithalten wollen, sozusagen in der schnellen Kommunikation, werden sie das Match gegen Twitter oder andere verlieren. Nicht? Weil du kriegst von heute, ich weiß es nicht, irgendein Ereignis in der Welt ist, ein Erdbeben, wurscht, eine Katastrophe oder sonst was, hast du ganz schnell über Twitter Informationen, also die, wo es da halt drauf sind, oder über Facebook oder sonst irgendwas. Nicht? Und seine These war aber, dass er sagt, wenn es gelingt, dass man, und das beginnt im zitierten Kindergarten, vor allem in der Schule, in der Qualifizierung, in den Ausbildungs- und auch im, ich sage jetzt einmal, im gesellschaftlichen Diskurs, wenn es gelingt, dass Menschen, wenn es diese Nachricht gibt über Twitter, dann schauen in ein Qualitätsmedium, dann haben erstens Qualitätsmedien eine Chance für die Zukunft, dann hat auch der Qualitätsjournalismus eine Chance für die Zukunft und dann haben wir auch als Gesellschaft eine Chance, dass wir nicht von Fake News beherrscht werden, sondern dass Leute hinterfragen, aha, jetzt habe ich das gelesen, was steckt denn da dahinter, wo ist die tatsächliche Wahrheit? Und ich glaube, da kann man schon in der Diskussion, auch im tagespolitischen Geschäft, das Gewerkschaften ja führen, auf der betrieblichen Ebene, und da kann man, glaube ich, schon vieles vorantreiben, aber halt trotzdem mit unseren Mitteln. Und mit unseren Mitteln heißt, wir werden natürlich auch soziale Netzwerke nutzen, da wo das möglich ist. Wir werden versuchen, auch alle Kommunikationskanäle in der Zukunft mehr zu bespielen. Aber wir können natürlich nicht mithalten mit dem, was Birgit gesagt hat, wenn Goldman Sachs, wie viel hast du gesagt? 9.000 Programmierer hat. Nicht? Also wir haben, unserer sitzt da hinten. Wir haben einen und wir sind sehr stolz auf ihn, aber 9.000 haben wir nicht. Und wir werden auch nicht damit mithalten können, was angeworfen wird an Maschinerie, wenn es darum geht, ein Geschäftsmodell zu befeuern. Weil wir die Marie gar nicht haben, dass wir das finanzieren könnten. Ich möchte nur ein Beispiel sagen, weil es, glaube ich, ganz gut dazu passt. Ich bin auch Energiesprecher und beschäftige mich klarerweise sehr viel mit dem Thema erneuerbare Energien.
Und da sind auch immer so viele Mythen auch in den Verhandlungen herumgeschwirrt, was Windkraftanlagen und sonstiges mehr betrifft. Und ich habe mir dann einmal gedacht, ich muss jetzt einmal anfragen, dass ihr auskennt, wie ist denn dieses Finanzierungsmodell für so ein Windrad tatsächlich? Und dann habe ich den, wurscht, über einen mir bekannten Generaldirektor einer Bank angerufen und habe gesagt, du hast du wem, der mir erklären kann, wie macht ihr so ein Finanzierungsmodell für so eine Windkraftanlage? Ne? Hat er gesagt, ja, du kriegst in einer halben Stunde einen Anruf. Und nach einer halben Stunde habe ich einen Anruf bekommen von einer ausgesprochen kompetenten und netten Dame, die gesagt hat, sie hat jetzt eine Telefonschleife vorbereitet, da hängt mit drinnen einer, der sich um Finanzierungen kümmert, einer, der sich um technische Fragen kümmert. Also insgesamt waren 5 Leute in der Telefonkonferenz und dann hat sie gesagt, so, und jetzt sagen sie mir, was sie wissen wollen und sie kriegen die Antworten. Und ich habe das gesagt und habe das gekriegt. Und das Verblüffende für mich war, dass sozusagen da ein ganzes Geschwader an Spezialisten dahinter steht und in der Lage ist, kurzfristig zu sagen, wir erklären, das Geschäftsmodell funktioniert so und so, weil es einfach ein Riesengeschäft ist und weil man mit diesem Riesengeschäft auch klarerweise sehr, sehr gut verdienen kann. Und das sind einfach Voraussetzungen, wo sich jede Gewerkschaft der Welt schwer tut, da in irgendeiner Art und Weise mithalten zu können. Das wollen wir auch nicht, weil es auch gar nicht geht. Und daher können wir nur versuchen, zum einen, da wo wir die Möglichkeit haben, mit unseren Mitgliedern, mit unseren Funktionärinnen und Funktionären, das Gespräch, den Diskurs zu führen, diesen Diskurs in die Gesellschaft, in die Betriebe hineinzutragen und dort auch dafür zu werben, sich in einem möglichen Veränderungsprozess für die Zukunft zu engagieren. Ob das ein Kampf gegen Windmühlen wird, das wird die Geschichte zeigen. Das kann ich heute nicht sagen. Aber ich glaube, warum wir es trotzdem tun müssen, ist, dass wir uns auch selber nicht den Vorwurf irgendwann einmal machen, dass wir es nicht einmal probiert haben. Und ich glaube schon, dass es eine Chance gibt in der Gesellschaft, auch die soziale Frage wieder stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Und über die soziale Frage, und du hast das sehr, sehr gut dargestellt, dass sozusagen die oberste Schicht, da geht es um, wie du gesagt, Status, Reichtum, Macht und um diese Dinge. Und bei den unter 50 hast du halt auch eine Schicht, wo es um das eigengenutzte Eigenheim geht, aber sehr, sehr viele, die auf den Sozialstaat angewiesen sind. Und sozusagen da wieder ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Sozialstaat was Positives ist, dass man halt nicht auf die mehr hineinfällt, ah, wir senken jetzt die Steuer ist bei über 40%, wir hauen das runter, wir sparen 4 Milliarden ein, da schwirren ja die Zahlen, die Milliarden nur so durch die Gegend herum. Da zu verstehen, wenn man das macht, dass das eine unmittelbare Auswirkung auf die Finanzierung des Sozialstaates hat, da haben wir schon eine Aufgabe als Gewerkschaft und die müssen wir, glaube ich, stärker wahrnehmen, als das bisher der Fall gewesen ist. Und ungeachtet von dem müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie geht es denn mit uns und mit unseren eigenen Geschäftsmodellen als Gewerkschaft weiter? Weil das Geschäftsmodell Kollektivvertrag, Zeit gegen Geld, in Anbetracht auch einiger Beispiele, die heute diskutiert werden, zumindest ins Wanken gerät. Wir sind noch lange nicht so weit, dass das sozusagen für ein Mistkübel was ist. Aber wir haben neue Formen von Beschäftigung, die nicht im derzeitigen Arbeitnehmerbegriff in den Arbeitnehmerbegriffen irgendeine Rolle spielen. Jetzt haben wir gestern den Entschließungsantrag auf die Reise geschickt mit einer Fristsetzung bis zum nächsten Nationalratsplenum, Arbeiter und Angestellten auf der rechtlichen Seite einmal zusammenzuführen. Aber damit ist ja das Problem mit dem Arbeitnehmerbegriff nicht gelöst, weil wir haben ja ganz viele, die weder Arbeiter noch Angestellte sind, die einfach draußen sind. Und wo wir versuchen müssen, ein Arbeitsrecht zu bauen, wo wir die wieder hineinholen, damit es zumindest bestimmte Mindeststandards für all diese gibt und die nicht einfach durch den Rost fallen, so wie es heute die Beispiele schon gezeigt haben. Da, glaube ich, haben wir eine große Aufgabe und eine Verantwortung.
und wie wir für die aber, die heute nicht in der klassischen Beschäftigung in einem Unternehmen sind, in Zukunft Kollektivverträge machen, das werden wir sich anschauen müssen. Wie wir für Crowd-Plattformen Basis schaffen können, die nicht unterschritten werden kann, wie sowas überhaupt geht, das werden wir sich anschauen müssen. Und dafür werden wir auch das brauchen, was die Agnes gesagt hat, nämlich Experimentierräume, weil es ist schnell irgendwas gesagt, aber dauert dann lang, bis es umgesetzt ist. Und meine Erfahrung ist, in der letzten Zeit ein paar Gespräche geführt, auch mit Unternehmen. Und da gab es zum Beispiel schon für bestimmte Diskussionen die Bereitschaft, sich auf so einen Experimentierraum einzulassen. Also ich sage jetzt da die Gretchenfrage schlechthin. Arbeitszeitgestaltung, abseits von diesem reinen, wir brauchen den 12-Stunden-Tag, weil das ist ja nicht mehr ein Tunnelblick, das ist ja schon ein Realblick in Wirklichkeit. Aber wenn sich jemand darauf einlassen möchte und sagt, okay, wie gestalten wir denn Arbeitszeit auch in einem größeren Unternehmen, auch unter Berücksichtigung von, dass nicht jeder jeden Tag kommen muss und sonstige Dinge mehr. Dafür machen wir einen Experimentierraum, begrenzen ein Projekt auf 2 Stunden, auf 2 Jahre oder auf 1 Jahr und begleiten das wissenschaftlich, werten das dann gemeinsam aus, evaluieren und schauen, was braucht es denn jetzt wo umgesetzt, dass das Gute aus diesem Projekt möglich wird. Für sowas hätte ich Lust, für sowas, glaube ich, hätten wir auch Energie in der Gewerkschaftsbewegung. Dafür braucht es Partner und ich glaube, diese Partner würde es auch geben und die könnten wir, glaube ich, auch gewinnen. Ich war vor 2 Jahren in Kalifornien und habe mich dort im Urlaub und habe mich dort trotzdem mit einigen Leuten getroffen und einmal so hineingehört, weil ich wissen wollte, wie ticken die und wie denken die. Und ich kenne Leute, die dort arbeiten und es ist immer wieder sehr, sehr spannend, auch die ganze Art und Weise und diese Art, wie die dich versuchen, auch in den Bann zu ziehen mit dem Ganzen an Kreativität und Power, was da irgendwie da ist, ist schon stark. Ne? Aber was mich wirklich am meisten beeindruckt hat, das war einer aus der zweiten Ebene aus der zweiten Führungsebene eines von den ganz Großen, heute auch genannt. Und der hat zu mir Folgendes gesagt. Der hat gesagt, wir diskutieren da im kleinen Kreis darüber, ob wir glauben, dass die Politik, und zwar weltweit, ja, ob die in der Lage ist, diesen Transformationsprozess in der Gesellschaft so zu gestalten, dass die große Masse der Menschen nicht auf der Strecke bleibt. Das diskutieren die dort. Und ihre Meinung ist, die Politik schafft das nicht. Und ihre Arbeitsbasis für die Zukunft ist, wenn es die Politik nicht schafft, müssen wir das tun. Und das war sozusagen die zweite Zündungsbatterie für jemanden, der schon lange dabei ist, wo ich gesagt habe, also ganz sicher nicht. Ich meine, weder Digitalisierung noch die Modelle und Geschäftsprozesse, die im Silicon Valley entwickelt werden, sind Naturgesetze. Es geht immer noch darum, ob die Menschen diese Dinge umsetzen oder ob sie sie nicht umsetzen. Ich glaube, wenn es darum geht, hier in große Aushandlungsprozesse zu treten, das ist was, was wir schon kennen als Gewerkschaften, das haben wir auch bewiesen. Und ich freue mich sehr auf weitere Diskussionen und ich freue mich vor allem darauf, wenn wir in den Diskurs gehen, wenn sehr, sehr viele mittun, weil wir werden jede Stimme und jede Energie brauchen, um ganz viele mitzunehmen und um auch die Kraft zu haben, tatsächlich etwas zu verändern. Vielen Dank. Vielen Dank, Wolfgang Katzian. Was ich da jetzt mitnehme, ist der Aufruf, das Handeln nicht aus der Hand zu geben. Genau. Ja, was mir jetzt noch bleibt, ist, mich herzlich zu bedanken, auch beim Vortragen und bei den Diskutantinnen heute. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch bei der Österreichischen Nationalbank für die Gastfreundschaft und möchte in deren Namen auch gleich noch laden zu einem kleinen Buffet draußen. Da gibt es auch noch vielleicht die Gelegenheit,
im informellen Rahmen das eine oder andere weiter zu klären. Danke herzlich fürs Kommen und auf viele weitere Diskussionen. Applaus